CropFM, Ausgabe Nummer 395. Wir schreiben den 22. Juni 2018. Meine Gäste heute Abend sind Kai Mügge und Carsten Dresbach und es geht um Spiritismus. Wie immer gibt es den CropCom zu dieser Sendung, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Über die Website von cropfm.at erreichbar. cropfm.at, einfach einsteigen. Sollte alles selbsterklärend sein. Der CropCom-Button blinkt auch schon. Einfach einsteigen, Fragen reinschreiben und ich gebe sie gerne weiter. Und später werde ich auch die Skype-Leitung öffnen. Sie ist ja eh schon jetzt geöffnet. Und dort kann man dann direkt in die Sendung rein anrufen und all die Fragen stellen, auf die ich niemals kommen werde. Auf der Website von CropFM, cropfm.at, findet man eine Anmeldungsmöglichkeit für den Newsletter. Da kann man sich gerne mailen, cropfm@moor.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast und sind als MP3 runterladbar. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch anfangen, auf 64 Kilobit MP3s umzusteigen. Klingen einfach dann noch ein bisschen besser. Es gibt eben, wie gesagt, einen Podcast, ein Archiv vollständig. Man kann die einzelnen Sendungen verlinken. Das ist dieses Verkettungssymbol und ich werde immer wieder gefragt, also für Social Media etc. gibt es da einen eigenen Link, das ist der zweite von oben. Man kann das auch einbetten, die Sendungen, und ich freue mich natürlich sehr. Und es wird ja auch immer wichtiger, dass die Sachen sich auch außerhalb von Social Media und so weiter verbreiten. Das Forum wird betreut von Unarmed und Wingman. Und zur heutigen Sendung gibt es jetzt noch keinen Thread, aber wird es vielleicht geben. Das Coverbild, wie immer, großartig gestaltet von Matthias Töpfer. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de. Und was man da sieht, ist eines dieser Artefakte, das bei einer Seance dann apportiert wird, sozusagen. Und wie das dann passiert, das sieht man auch auf den Videos. Es ist ziemlich unglaublich. Wenn diese Sendung gefällt, bitte weitersagen, verlinken etc. Je mehr es hören, desto besser. Und auf der Startseite findet sich ganz oben rechts auch der Spendenbutton, der orange Button mit dem Herzen. An dieser Stelle ein ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Academy of Mind stellt sich vor, kurz AOM, vereint als erster Verband seiner Art im deutschsprachigen Raum. Die Academy of Mind, namhafte Spezialisten in den Bereichen Coaching, Mentalarbeit, Remote Viewing und Bewusstseinsforschung. Interdisziplinäre Anwendungen grenzwissenschaftlicher Techniken ermöglichen es, nahezu jedes Anliegen zu bearbeiten. Optimale Entscheidungen und Verläufe, persönliche Problemlösungen, das Wiederfinden von verlorenen Objekten und sogar spirituelle Fragestellungen. Nicht zuletzt geht es aber auch um Hilfestellung zur Selbsthilfe. Die praktische Anwendbarkeit steht stets im Vordergrund.
Verschiedene beider AOM-vertretene Techniken werden auch im Rahmen von Seminaren und Workshops angeboten. Und wie man auf der Startseite sieht, habe auch ich neben Reicher und Stark und anderen die Ehre, Teil dieses von Stefan Franke und Benny Pump initiierten Projekts zu sein. Benny Pump hat auch die Website gestaltet. Ich kann nachfühlen, es war ziemlich viel Stress, auch mit der ganzen DSVGO-Geschichte. Musste dann wieder mal kurz offline gehen, weil, ja, nicht so einfach auf Blog, etc. Ja, also, viel Arbeit steckt da schon drin und viel wird auch noch reingesteckt. Und viel mehr dazu erfährt man in der 400. Ausgabe von Crop FM. Sie naht, und zwar wird sie voraussichtlich Mitte September über die Bühne gehen, und da gibt es dann noch eine kleine Überraschung. Ja, und der Verein Mur.at ist in Nöten, der Verein für Netzwerk Kunstmur.at, das ist doch die Webadresse übrigens, ist in finanziellen Nöten, nachdem das Kulturkuratorium eine negative Förderempfehlung ausgesprochen hat und nun vom Land Steiermark wahrscheinlich auch keine weiteren Fördergelder mehr fließen werden. Also hoffentlich doch, also man arbeitet natürlich dran. Deshalb lese ich das auch hier vor. Mur.at existiert seit über 20 Jahren und ohne diese wunderbare Einrichtung hätte es wohl auch Crop FM nie in dieser Form gegeben, denn der erste Crop-Server wurde 1998 bei Mur.at installiert. Übrigens ein 66 MHz Pentium 1, also jedes Billigst-Handy schießt den ab. Und dieser Server beherbergte unter anderem auch die erste Crop FM Website. Bis Ende 2008 war das der Fall, ehe das Projekt dann auf einen kommerziellen Provider wechseln musste, da das angesichts der benötigten Leistung etc. einfach nicht mehr sinnvoll zu betreiben war. Aber Mur.at hat viele, viele Netzwerkkunstprojekte weltweit ermöglicht und gefördert. Auch Crop FM war irgendwo am Anfang ein bisschen sowas wie ein Netzkunstwerk sozusagen. Also ich erinnere vor allem auch an PIA, Public Information Attack, das ich mit Anita Hofer und Martin Meyer damals gemacht habe, 2003. Darüber gibt es sogar eine eigene Sendung im Archiv. Und wer wie ich der Meinung ist, dass diese wichtige Einrichtung gerade in Zeiten wie diesen, wo also das freie Netz zusehends in Bedrängnis gerät, dass diese also erhalten werden muss, der kann bis zum 27. Juni, also beeilen, eine Unterstützungserklärung in Form eines PDFs an verein@mur.at senden. Und das Ganze schön formell und wenn möglich, beziehungsweise vorhanden auch mit Briefkopf und so weiter, als PDF. Und übrigens lautet ja auch die Mailadresse von Crop FM noch immer, und ich möchte es belassen, cropfm@mur.at, und schauen wir einfach, dass das auch so bleibt. Verein@mur.at, dort bitte das Unterstützungs-PDF schicken. Warum ihr der Meinung seid, dass Mur.at erhalten werden bleibt, und da gibt es viele Gründe. Und falls nächste Woche dann irgendwann, wenn ihr mit Chrome unterwegs seid, eine Warnung zu sehen ist, dann ist das deshalb, weil der Crop-Server noch nicht HTTPS versteht. Ich arbeite daran, ich bin etwas müde der ganzen Implementierungsarbeiten für die neue Website, daher geht das jetzt alles nicht so schnell und ich werde es wahrscheinlich bis Juli, Anfang Juli nicht schaffen. Ich brauche dann auch den Gerd von Fetznetz dazu, damit wir das umstellen. Es wird dann auch sicher ein bisschen klemmern, also wenn es dann irgendwann einmal Probleme gibt, bitte nicht schrecken, das ist höchstwahrscheinlich, weil wir gerade an HTTPS werken. Auf einem normalen Blog geht das nicht mit einem Hand und drehen, aber das ist halt alles selbstgeschriebener Code und ja. Aber da gibt es ja auch jetzt so viele Dinge, Copyright-Gesetze, Upload-Filter, die sogenannte Linksteuer, die kommen so weit. Also es kommt im Moment ein Ding nach dem anderen und ich hoffe wirklich, dass es auch weiterhin dann möglich sein wird, diese Sendung hier in dieser Art zu betreiben, und ich glaube, wir müssen alle aufmerksam sein und das verfolgen. Es hat also das Parlament gerade diese Gesetzesnovelle, was immer das ist, da jetzt durchgewunken, also mit knapper Mehrheit, ne, dass man also jetzt diese ganzen Upload-Filter einführt und so. Und das hat immer recht gut begründete Dinge, aber dann eben auch
Nebeneffekte und ja, ob die erwünscht sind. Also kann man sich darüber streiten, aber meiner Meinung nach schon. Also jedenfalls nicht wundern, falls da in nächster Zeit was klemmt. Und alle die hier besprochenen Dinge, bis auf jetzt diese Moore-AT-Geschichte, aber da einfach auf moore.at gehen. Aber in der News-Sektion finden sich viele, viele interessante, spannende Links von Dingen, die ich so entdecke und die ich dann auf diese Art weitergebe. Ja, bei mir geht es gleich weiter mit Carsten Dresbach und Kai Müge. Eine Fortsetzung der ersten Sendung dieses Jahres zum riesengroßen Thema Spiritismus. Ein absolut faszinierendes Thema. Ich rate auch dazu, sich diese Videos anzusehen. Vielleicht jetzt in der Pause, da gibt es vor allem eines mit dem Facial Apport, das Raw Uncut, so ähnlich heißt. Also das haben wir ein paar Mal anschauen müssen, ehe ich da irgendwie das überhaupt glauben konnte, was ich da sehe. Und ja, Kai Müge und Carsten Dresbach jetzt gleich live auf Crop FM. Bei mir zu Gast Kai Müge und Carsten Dresbach. Kai Müge, eines der wichtigsten Medien unserer Zeit, begann bereits ab seinem 15. Lebensjahr nach intensivem Studium der Materie Seancen zu halten und zu Beginn seines Studiums in Frankfurt Poltergeistopfer zu beraten. Carsten Dresbach ist ja überhaupt kein Unbekannter und in den letzten Jahren hat er sich sehr eingehend mit diesen Phänomenen und diesem Phänomen beschäftigt. Herzlich willkommen, ihr beide, ein weiteres Mal auf Crop FM. Vielen Dank. Hallo, lieber Tarek. Hallo, lieber Tarek und liebe Hörer. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, Zuhörer, Zuschauer. Zuhörer, ja. Aber ja, irgendwie auch Zuschauer, glaube ich, weil das ganze, das geistige Auge wird ja stimuliert. Das finde ich ist ja das Schöne am Radio. Ne? Man wird nicht überflutet mit irgendeiner. Wir machen das ganz anschaulich, ganz genau. Sondern man ist auch irgendwo gefordert. Aber das, was sich vor dem geistigen Auge abspielt, das ist ja eigentlich viel wichtiger. Vielleicht gleich am Anfang. Kai, du hast ein interessantes Tattoo am Unterarm, ist mir aufgefallen. Nein, da gibt es heutzutage eigentlich spannendere Tattoos. Aber ist das ein Drache oder was ist das? Ja, in der Tat, ja, ist ein Drache, ist ein chinesisches Symbol für ja, die Geisterwelt. Irgendeine spezielle Bedeutung oder? Nee, eigentlich nicht. Also, nicht wirklich, also bis auf diesen Zusammenhang halt. Ne? Mhm. Ich habe nämlich dann auf Facebook hast du ja einige Talks veröffentlicht und da habe ich mir dann einige angehört, sehr spannend. Bleiben wir vielleicht gleich bei dir, Kai. Die Geister aus deiner Kindheit, ja, wo du auch außerkörperliche Erfahrungen etc. gehabt hast. Ja. Also vorausschickend, in der ersten Sendung, die man sich vielleicht, also wenn man es jetzt live hört, natürlich egal, aber wenn man es aus dem Archiv hört, die sollte man sich vielleicht davor anhören. Denn da ging es um die Geschichte dieses unglaublichen Themas Spiritismus. Und wenn man noch nie davon gehört hat oder nur so am Rande, dann glaubt man, das sind irgendwelche alten Omas beim Tischlrucken. Aber nein, das ist es nicht. Und wenn jemand gute Nerven hat, dann sollte er sich auf jeden Fall dieses Video über den Facial Apport, man hat richtig gelesen, also ein Apport,
ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Das ist also dieses Video, das ich unter dem Ankündertext verlinkt habe, derzeit noch auf der Startseite, später eben dann im Archiv. Raw, Uncut, irgendwas steht da auch dabei. Also um solche Dinge geht es da, wo einem wirklich die Luft wegbleibt. Also ich habe mir dieses Video ein paar Mal ansehen müssen. Ich hab zuerst überhaupt nicht kapiert, was da passiert oder konnte es nicht glauben. Und man sucht dann irgendwie zwangsweise irgendwie nach Möglichkeiten, wie man da jetzt vielleicht geschummelt haben könnte oder so. Also außer CGI fällt mir da nichts ein. Aber das ist irgendwo ja alles hinfällig, denn bei diesen Seancen, deshalb, unter anderem deshalb auch ist Carsten dabei. Carsten macht aber auch, wie er heute erzählen wird, selbst bereits unterhält er einen Zirkel, wo also diese Dinge, wo er da experimentiert mit sozusagen der geistigen Welt. Bei diesen Seancen, wie wir auch in der vorigen Sendung ja schon ausgeführt haben, gibt es die sogenannten Sitzer und die sorgen eigentlich dafür, dass da nicht gemogelt werden kann. Ja. Und wie wir auch zu sprechen kommen werden heute, es gab auch schon Bühnenmagier und so weiter, die und Wissenschaftler natürlich sehr parallel zum 19. Jahrhundert, die an deinen Seancen, Kai, teilgenommen haben und die einfach bestätigt haben, sie haben keine Ahnung, wie du das machst, aber es passiert. So, nach dieser kurzen Einleitung, ich hoffe nicht zu allzu langen Einleitung, zu den Geistern deiner Kindheit, Kai. Mhm. Ja, ich habe eines Tages entdeckt, dass ich mich auf die Seite legen, abends im Bett, ich aus meinem Körper ausfiel. Und meiner Erinnerung gemäß dauerte das, bis ich realisiert hatte, was wirklich stattfand. Ich begann dann durchs elterliche, großelterliche Haus zu wandeln, mit meinen Eltern und Großeltern zu sprechen, die ich in ihren Betten vorfand. Und die wussten nie was davon am nächsten Morgen. Bis ich dann tatsächlich verstanden habe, dass ich da in eine andere Welt hineinpurzel. Das ist eine klassische außerkörperliche Erfahrung, die sich bei mir natürlich abgespielt hat und in den Folgejahren immer wieder ganz natürlich abspielte. So, das waren also die ersten Geister, denen ich begegnete, nämlich die schlafenden, beziehungsweise die Geistkörper meiner schlafenden Eltern und Großeltern. Ja, und dann natürlich die ganzen Geister, die das große 1936 erbaute Familienhaus aufzuwarten hatte. Das waren Geister, die da hingehörten und Geister, die da nicht hingehörten. Wahrscheinlich die irgendwie in das geografische Areal oder an das geografische Areal irgendwie gebunden waren. Gab es welche, die haben mich sehr eingeschüchtert, wie beispielsweise jene, die einfach durch die Wände hindurch erschienen, so ganz klassisch, wie man das aus Hollywood kennt. Oder aber einer, an den ich mich bis heute lebhaft erinnere, im Keller des Hauses bewegte sich einer dieser Geister wie in einer Zeitschleife, wie in einer Zeitschleife. Und zwar in einer rasenden Geschwindigkeit von einem Punkt im Keller zu einem anderen Punkt. Und jedes Mal, wenn ich den im Keller erblickte, jagte mir das Schauer über die Rücken. So, aber das waren die ersten Geister meiner Karriere, ja, meiner geistigen, geisterhaften Karriere. Und das war natürlich ausschlaggebend, nehme ich mal an, für dein Interesse an dem Ganzen und deine spätere Arbeit und deine schon recht früh einsetzende, wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema. Unbedingt. Oh, da ging das tatsächlich schon ganz früh los. Und ein Vorteil war, dass ich ja aus einem Elternhaushalt komme. Das heißt, ich konnte ganz früh lesen. Und das hat mir natürlich dann auch sehr früh die Möglichkeiten eingebracht, die Dinge theoretisch zu betrachten, die mir da geschahen. Also erstmal natürlich große Irritation im Elternhaus. Was ist mit dem Bub los? Stimmt da was nicht? Ist der Bub womöglich geistig krank oder sowas? Und es kam dann nochmal zu einem speziellen, eigentlich zu einem zentralen
initiatorischen Erlebnis, so bezeichne ich das, weil es eigentlich dann meine konkrete Arbeit begründete. Es war das viermonatige Bezeugen und Erleben eines Poltergeistfalls im Hause von befreundeten Schulkameraden, meine besten Schulfreunde damals, in deren Haushalt brach das aus. Ein bekannter Hanauer Fotograf, und zu der damaligen Zeit übernachtete man natürlicherweise bei seinen Freunden, und die hatten da, die lebten auf so einer Art Industriegelände, deshalb versammelten wir Jungs uns immer da. Bei denen zu übernachten war ganz natürlich. Und über die vier Monate, bis die Familie dann floh aus dem Anwesen, beobachteten wir, oder hatte ich die Möglichkeit, die gesamte Entwicklung des Poltergeistfalls zu beobachten. Und das gab meinen Erfahrungen dann den richtigen Drall. Und 3 Jahre später gründete ich den ersten Experimentalzirkel. Bereits mit 15, glaube ich, war das, oder? Nein. In der Tat, in der Tat. Mit 15. Genau. Ja. Genau, mit 15 im Internat Haus Rotraut. Jeden Dienstagabend, als die Lehrer und Erzieher Erziehersport hatten, trafen wir uns im Haus der Mädchen. Und dort wendete ich dann das an, was ich 3 Jahre lang intensiv studiert hatte, nämlich die Techniken des Experimental-Spiritismus, experimentelle Geistererscheinungen, Geistern die Möglichkeit geben, die energetische Möglichkeit zu geben, hier in unserer dreidimensionalen Welt zu erscheinen. Und das taten sie vom ersten Tage an, in Anführungszeichen. Diese Gruppe war sofort erfolgreich, und ich habe mir während meiner Schulzeit vielfach den Spaß gemacht auf Schulfahrten und Klassenfahrten. War es typisch, dass man also abends in einem der Zimmer zusammenkam und ich dann die Geister rief. Und ja, kreischende Mädchen und Jungs folgten mir durch meine gesamte Schulzeit aufgrund der verrückten und spannenden Abende, die wir damals gemeinsam hatten. Ist das nicht in diesem zarten Alter von 15 Jahren auch ein bisschen gefährlich vielleicht, wenn man sich das so... Oh ja, ja, gefährlich, also ich meine, das ist so im Grunde genommen auch das typische Alter, wo, und zu dieser Zeit war es also auch so, in den 80er Jahren war, da gab es so eine okkulte Schülerwelle sowieso. Allerdings, ich kann mich erinnern, ja, also bei uns in der Klasse gab es dann auch ein paar Mädchen, die dann mit Ouija-Boards da sich herumgespielt haben, und ich habe dann nur so nebenbei immer gehört, ja, das hat dann irgendwie haben dann alle Angst gekriegt ab einem bestimmten Punkt. Ich hielt das damals für völligen Schwachsinn, aber ja, inzwischen kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja, ich habe das rücksichtslos weit über das Ouija-Board hinaus weitergeführt. Aber ich fürchte mal, ich glaube mal ganz fest, dass niemand der damals Teilnehmenden, nein, die haben das alle ja in einer ja sowieso experimentierfreudigen Jugendlichkeit haben die das bestimmt alle gut verknust, aber du hast recht, 15 ist ein kritisches Alter. Wir lassen also heute in unseren Seancen nur Menschen ab 18, ganz, ganz selten machen wir da Ausnahmen. Und da brauchen wir dann auch die Einwilligung der Erziehungsberechtigten. Ja, weil die Erlebnisse ganz sehr profund sein können und womöglich angstvolle Naturen erst einmal irritieren. Obwohl man ganz grundlegend sagen muss, unsere experimentellen Geistersitzungen sind getragen von einer Freude und von einer zwischenmenschlichen, positiven Grundstimmung, die sich auch ins Jenseits sozusagen hinaus erstreckt. Unseren Geistersitzungen hat noch nie jemand in irgendeiner Art und Weise angstvoll reagiert. Und wenn er das tat, war das nach 10 Minuten verwandelt. Viele kommen doch tatsächlich mit einer zurückhaltenden Ängstlichkeit, treten an uns heran. Und das Spannende ist, dass sich das in den Seancen wandelt in ein geradezu
heilsames Erlebnis, die tief in uns verankerte Urangst vor der Dunkelheit, vor dem sogenannten okkulten Experiment oder der okkulten Begegnung, wandelt sich dann im Konkreten um in eine geradezu heilsame Erfahrung. Ja, es geschieht geradezu ein energetischer Ablass von all dieser Angst, die man vielleicht in sich aufgebaut hat, diesem Thema gegenüber. Und das ist natürlich dann besonders schön. Es gab keine Besetzungen oder irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen dann aus irgendwelchen jugendlichen Eskapaden. Nein, also statistisch gesehen geschehen Besetzungen nicht aus solchen experimental-spiritistischen Geschichten heraus. Die haben andere Ursachen und Menschen, die darunter leiden, die eignen sich das auf anderen Wegen an, nicht in der Experimental-Seance. Das Ouija-Board oder wie auch immer man jetzt sagen möchte. Interessanterweise, das Wort setzt sich ja aus dem französischen Wort für Ja, also Oui, und dem deutschen Wort für Ja, nämlich Ja, Ouija, zusammen. Das ist ja, weil früher halt da vor allem diese Ja-Nein-Fragen gestellt wurden, ne? Genau. Und weil das ist ja ein seltsamer Name. Und das ist ja eigentlich so, es hat den Ruf, dass es quasi sehr gefährlich sei. Siehst du das auch so? Nein. Also gut, man muss das erklären. Man hat dieses klassische Gerät zur Spirit-Kommunikation zu einem Spielzeug gemacht und empfiehlt es für 4- bis 6-Jährige zum Herumspielen an, mit einer genauen Anleitung, wie man an diesem Objekt sich zu benehmen hat und die Geister anzurufen hat. Und wenn du 4- bis 6-Jährige in so ein Umfeld setzt, können sehr irritierende Dinge passieren. Oftmals sind große Geschwister dabei, die sind vielleicht 11, 12, 13. So, und dann kann man sich ja einfach vorstellen, wie Unvorbereitete womöglich da vor Dingen erschrecken, vor denen sie gar nicht erschrecken müssten, wären sie vorbereitet gewesen. Also das begründet hier den schlechten Ruf des Ouija-Boards. Das Ouija-Board ist im Grunde genommen ein vollkommen neutrales Fokusobjekt, mit dem wir Experimentalspiritisten, der Tisch kann ein Fokusobjekt sein, eine Rassel, ein Tambourin, mit Leuchtstreifen beleuchteter Papptrichter, alles Mögliche kann Fokusobjekt sein für die Geistwesen. Und das Ouija-Board ist ein besonderes Fokusobjekt, weil die Geistwesen sich ja über Buchstaben und Ja- und Nein-Antworten ausdrücken können. Es ist also an sich ein vollkommen neutrales Brett mit ein paar Buchstaben drauf. Und dieser schlechte Ruf entstammt dieser Konfrontation kindlichen Unwissens und der Unmöglichkeit, Kindern das als Spielzeug an die Hand zu geben. Ja, denn ganz wichtig, Tarek, entschuldige, im Experimentalspiritismus bleibt schon dabei, du solltest schon wissen, was du da tust, ja, wenn du nämlich nicht weißt, was du da tust, kann es eben zu diesen Irritationen kommen und kein Mensch möchte irritiert sein, kein Mensch möchte irgendwie Angst bekommen und deshalb ist es ganz klar zu empfehlen, der Experimentalspiritismus ist eine Beschäftigung für belesene Erwachsene. Das heißt, man sollte sich schon sehr, sehr intensiv damit beschäftigt haben, bevor man beginnt. Carsten, auch du unterhältst ja inzwischen eine Gruppe oder bist Teil eines Zirkels, sagt man da eigentlich? Ja, genau. Ja, also ich bin damals, als ich 2013 zum ersten Mal bei Kai gesessen habe, war ich derart beeindruckt von den Phänomenen, die ich da erlebt habe und sodass es ganz schnell zu einer Gründung eines eigenen Zirkels kam dann, in dem wir experimentieren bis heute, ja. Das ist richtig. Auch mit Ouija Board? Ja, wir haben auch am Anfang mit dem Ouija Board gearbeitet, aber ich persönlich
benutze das nicht so gerne, da schaltet sich bei mir einfach zu sehr der Kopf ein. Ja, also es ist ganz leicht, wenn man da so zwei, drei Finger auf der Planchette hat, die dann über das Board rutscht, sich vorzustellen, dass da jemand schiebt, entweder bewusst oder unbewusst, und das stört einfach den Prozess derart, dass ich da nicht so gut abschalten kann bei. Also ich benutze es nicht so gerne, das Ouija-Board. Alles klar. Und über deinen Zirkel werden wir heute natürlich auch noch sprechen. Ein paar Jahre nachdem, Kai, du deine ersten Erfahrungen da in der Mittelschule mit Schulkollegen, die ersten Seancen abgehalten hast, ist ja der Spiritismus, hat er irgendwo ein Comeback gefeiert, kann man sagen. Ich glaube, Ja. 1996, glaube ich, war das in der Gegend. Die Skoll Group hat sich Ja. da, vielleicht können wir da jetzt ein bisschen in die Jetztzeit überleiten, auch auf das vorige Gespräch bezogen. Was ist da passiert? Warum kam der Spiritismus zurück? Ja, also dieser physikalische Spiritualismus, warum kam der zurück? Denn der war sehr an den Rand gedrängt, beziehungsweise einerseits an die Wand gedrängt, andererseits sich freiwillig zurückgezogen in eher privatere Gefilde. Denn die spiritualistische Szene hat der Survivalismus übernommen. Und im Survivalismus, da geht es vor allen Dingen im medialen Geschehen, also im Arbeiten von Medien, eine Beweisführung für ein Leben nach dem Tod anzutreten. Und diesen Beweis sucht man in verbal, mündlich gechannelten, mündlich gegebenen Botschaften, die Medien an Menschen geben. Und der Zuhörer weiß ja mittlerweile, in der Art und Weise, in der wir mit der geistigen Welt umgehen, da geht es um die physikalischen Wechselwirkungen, die Geister auslösen können hier auf unserer Sphäre. Also dass die sich zu bestimmten Graden materialisieren. Das ist gar nicht so abwegig in der Geschichte der Menschheit und in der Geschichte des Mystizismus der Menschheit hat sich das Übernatürliche schon immer manifestiert und materialisiert. So, und die Skoll-Gruppe war eine der Gruppen, die zunächst ganz im Privaten sich zusammenfand, im kleinen Örtchen Skoll in England. Und der heute weithin bekannte Aktivist Robin Foy zusammen mit seiner Frau Sandra Foy, zusammen mit den beiden Mädchen Ellen und Diana Bennett, Pseudonyme, ja, haben einen Experimentalzirkel für physikalische Phänomene gegründet. Und nach ein paar Jahren kamen Research Officers der SPR, der englischen Paraforscher, dazu. Und die haben 1999 einen Report geschrieben über die Arbeit dieser Skoll-Gruppe. Der war spektakulär und wurde in der spirituellen Szene mit großen Augen und großem Erstaunen aufgenommen und entgegengenommen und löste einen weltweiten Schub von Interesse aus, der dann mündete in Hunderte, vielleicht Tausende, viele Hunderte Experimentalgruppen, die sich weltweit bildeten und die diesen neuen, alten Weg wieder beschreiten wollten. Kannst du diesen Bericht zusammenfassen oder die Highlights oder uns kurz einen Überblick geben? Ganz Spannendes hat sich abgespielt bei der Skoll-Gruppe und ich fasse das jetzt einfach mal in Phänomengruppen zusammen. Unabhängige Lichtphänomene, sehr kontrollierte fotografische Experimente, in denen es den geistigen Kommunikatoren, also den Geistern, den Spirits gelang, auf hermetisch verschlossenen Filmrollen komplexeste Botschaften zu hinterlassen. Materialisation. Verschiedene Formen von, ja, Leiblichkeiten haben sich gebildet. Beispielsweise beobachtete man regelmäßig etwas, das im verdunkelten Seanceraum
nun, man kann sagen, herumflog und alle sahen und beschrieben dasselbe. Und wir können das heute ja nur aus dem Scroll Report als heutige Leser bewerten. Und da steht also, dass man an kleine Engel erinnernde, selbstleuchtende Wesen hat durch den Raum fliegen gesehen. Im Englischen nannte man die im Original Angelic Beings, also engelhafte Wesenheiten. Sehr, sehr spannende Kommunikation mit geistigen Kommunikatoren fand statt. Und zu guter Letzt im Project Alice Videoexperimente, wo also in einem separaten, hermetisch abgeschlossenen Bereich des Raumes in die Dunkelheit videografiert wurde und auf den Filmen, in denen eigentlich nur Dunkelheit zu sehen sein sollte, sind die erstaunenswertesten Dinge dann zu sehen gewesen. Scheinbar hyperdimensionale Räume bildeten sich ab, in denen fremdartige Blasen über mit Pyramiden gespickte Landschaften schwebten, in denen dann wiederum menschliche Gesichter sichtbar wurden. Fremdartige Wesen zeigten sich mit beispielsweise einer Vielzahl von Augen, die ungeordnet an deren Kopf angebracht schienen. Menschen in kleineren und größeren Gruppen, die in also eine Art romantischen Szenen am Meer im Sonnenuntergang, alles nur kurze Sequenzen, aber im Großen und Ganzen phänomenal insofern, woher auch immer diese Aufnahmen stammen. Ob es aus einem Jenseits stammen oder woher auch immer, wir können es nicht sagen. Aber es war definitiv eine Para-Anomalie, denn diese Filme hätten erstmal gar nichts zeigen dürfen. Und sie zeigten dann diese spannenden Inhalte. Der Carsten kennt sich, glaube ich, auch sehr gut aus mit der Skull-Gruppe. Habe ich noch irgendwas vergessen? Naja, wir hatten uns im Vorgespräch ja schon darüber unterhalten, dass auch sogenannte Außerirdische dort im Seance-Raum sich manifestiert haben. Das ist auch ganz spannend. Da gibt es eine richtige Entwicklung bei der Skull-Gruppe. Das fing damals an, das war 96, da flog auf einmal ein Mini-UFO durch den Seance-Raum, der die Skull-Gruppe dann so getriggert hat, dass sie sich auf den Kontakt zu Außerirdischen, sogenannten, erstmal festgelegt haben eine Zeit lang. Du hast es schon angesprochen, das Project Alice, das war dieses Videoprojekt, wo die über Spiegel gefilmt haben und praktisch so eine Rückkopplung über Spiegel erzeugt haben auf der Videokamera und wo sich dann auch unter anderem ein Außerirdischer gezeigt hat, der sogenannte Blue, so hieß der, das war so ein blaues Gesicht, sieht wirklich aus wie so ein Grey aus der klassischen UFO-Phänomenik oder ja, wie man das halt so kennt aus dem Fernsehen. Ein blauer und Grey. So, genau. Ja. Und das war aber so ein bisschen bläulich und das haben die halt als Blue dann getauft. Ja, und das, wie gesagt, das ging dann so weit, dass sich diese Wesen oder Entitäten im Seance-Raum materialisiert haben und die sich haben anfassen lassen an Kopf, Händen, Füßen, Armen, also die haben sich richtig abgreifen lassen. Man muss ja dazu immer sagen, das sind ja Seancen, die im komplett Dunklen stattfinden und stattgefunden haben. Also man sitzt wirklich in einem Raum, der komplett abgedunkelt ist, man sieht nichts und dort sind dann diese Wesen erschienen und haben sich anfassen lassen. Das war also wirklich ganz, ganz spannend, dieser Fokus auf die Außerirdischen in der Skull-Gruppe. Ich wollte noch dazu sagen, man kann sich vieles dazu auch auf YouTube angucken. Es gibt da eine Dokumentation, ich habe gerade nochmal gegoogelt, die heißt The Afterlife Investigations. Einfach mal googeln auf YouTube. Und das ist praktisch die Dokumentation zur Skull-Gruppe. Da sieht man ganz viele Sitzer im Interview, die über ihre Erlebnisse berichten, die mit der Skull-Gruppe zusammengesessen haben, als auch die
die Forscher, die Gruppe untersucht haben. Also es ist ganz spannend und mit nachgestellten Szenen, um sich das vorstellen zu können, wie das ausgesehen hat im Missionsraum. Also ganz spannend. The Afterlife Investigations. Jemand fragt ja auch, wo ist dieser Report zugänglich? Kann man auch diesen gesamten Report irgendwo beziehen? Ja, im Buchhandel. Ja, genau. Der heißt Okay. dann aber, glaube ich, The Afterlife Experiments oder Experiments. Müsst ihr mal. Oh, na, das ist das Buch von den Salomons, Ah, okay, dann die verwechsle ich das. Okay. ja, also der Skoll Report läuft unter The Proceedings of the Society for Psychical Research. Das ist das Herausgabe, das Buchorgan der Society for Psychical Research. Und das ist Volume 58, November 1999. Und der Originaltitel heißt The Skoll Report. Und ich weiß, dass der extra nochmal aufgelegt wurde, weil er nämlich vergriffen war. Ja, und es ist eigentlich jedem Buchsammler oder Parasammler, der muss das Ding im Bücherregal stehen haben, ja. Ich glaube, der Robin Foy hat ja auf seiner Webseite den Report auch als PDF zum Verkauf, bietet er an. Ach ja, oh Meine ja, ich okay. zumindest. Ja, jemand erwähnt auch das Philipp-Experiment, das haben wir in der vergangenen Sendung ziemlich ausführlich angesprochen, also einfach nachhören. Und der Skoll Report, also the Proceedings of the, sag's noch mal. Society for Psychical Research, Okay, also. SPR. Gibt es auch eine deutsche Übersetzung oder Nee, leider nicht. muss man sich in Englisch reinziehen? Ja. Muss man sich in Englisch Ja, reinziehen. wie wir in der letzten Sendung auch erwähnt haben, natürlich in England gibt es eine ganz starke Tradition. In Deutschland gab es da eine jähe Unterbrechung. Haben wir alles behandelt. Aber wie gesagt, dieses Mal interessiert uns die Gegenwart und die begann jetzt im engeren Sinne unseres Kreises hier sozusagen 2004. Soweit ich weiß, hat sich da der Felix-Zirkel gegründet und hält seit damals wöchentliche Seancen ab. Ist das richtig? Nein, nein, Nein. nein. Wir treffen uns heutzutage nur noch ganz sporadisch Aber zu zu Beginn Silvester. war das wöchentlich oder? Ja, das war also 11 Jahre von 2004 bis 2015 hat man sich hochdiszipliniert allwöchentlich getroffen und der Felix Zirkel bestand in seiner Hochzeit aus 12 Menschen und durch Umzug und so weiter waren wir dann zwischenzeitlich auch mal 9, also zwischen 9 und 12 Menschen haben diesen Felix Zirkel in diesen 11 Jahren dauernd bespeist mit Enthusiasmus und mit Freude dabei zu sein und teilzuhaben. Und da wurden unterschiedliche Medienschaften entwickelt, unter anderem ja meine. Und eines der Ziele des Felix-Zirkels, ist, du hast ja vorher diese Unterscheidung zwischen physikalischer Medialität und mentalem Mediumismus, erwähnt. Und eines der Ziele des Felix-Zirkels ist ja, diese beiden Aspekte oder Seiten der Medaille, wie man mal sagen möchte, zu vereinen, oder? Zu vereinen, ja, aber das Mentale, das schließt, das können wir ja gar nicht ausschließen in dem Moment, wo wir Menschen beteiligt sind. Es ging vor allen Dingen darum, hier unbedingt auf diesen Zug aufzuspringen, denn ich habe ja mit dem, was ich tat, letztlich, da wusste nie einer was mit anzufangen und endlich seit 1999 gab es dann da also so eine weltweite Aufmerksamkeit und plötzlich wollten alle wissen, was uns da möglich war, was uns da gelang und wie weit wir im Felix-Zirkel dann letztendlich das dann auch schon betrieben haben. Und das war natürlich eine große Freude und eine große Befriedigung für mich. Und ja, es ging vor allen Dingen um den physikalischen Teil im Mediumismus, im Spiritualismus. Und ihr arbeitet auch sehr viel mit Fotografie und auch mit Videos.
Und ihr habt ja eine eigene Videoseite, die findet man auf der unter dem Ankündertext weitere Videos der Felix-Gruppe auf YouTube. Das ist also ein Direktlink auf euren Kanal. Und direkt darüber ein Video mit dem Titel Facial Apports K.M. Raw Uncut Version. Erklär doch mal, Kai, was man da sieht. Ja. Wenn der Seance-Raum verschlossen wird und all die Menschen sich gemäß der Vorgabe und des Vorsatzes des Abends entsprechend darauf einstellen, dass jetzt hier im Hier und Jetzt eine Art Portal geschaffen werden wird, durch das nichtmenschliche Kommunikatoren und Geistwesen, die sich, ja, wie ich schon sagte, zu unterschiedlichen Graden tatsächlich materialisieren im Raum, wenn all diese Menschen zusammenkommen, gemeinschaftlich mit dem Medium und dann die Geister angerufen werden, dann verändern sich in der dreidimensionalen Raumzeit gewisse Bedingungen. Und insbesondere was das Medium betrifft, das in dieser Konstellation eine ganz bestimmte tragende Rolle natürlich innehat, ist es so, dass auch der Körper als dreidimensionale Körperlichkeit ebenfalls bestimmten Veränderungen unterlegen ist, unterworfen ist. Und in dem Moment, wo die geistigen Wesen die Kontrolle übernehmen, können mit dem Körper Dinge passieren, die so im Normalen nicht mit dem Körper passieren können. Das, was wir da sehen in dem Video, ist nur ein Beispiel, in dem der Körper selbst zum Portal wird. Das heißt, die geistigen Wesen nutzen den Körper des Mediums, um in diesem Fall kleine Aufmerksamkeiten und Geschenke an die Sitzer, die im Raum anwesend sind, weiterzugeben. Wir sehen auf diesem Video, wie die geistigen Wesen aus den Körperöffnungen des Mediums mitten in einer die ganze Zeit im Rotlicht stattgefunden habenden Interaktion mit einer Sitzerin beginnt sich plötzlich spontan der Mund des Mediums aufzufüllen mit, sind meistens so 50 bis 70 Objekte, Nase, Ohren, Augen, Mund, alles füllt sich an mit Objekten, die in diesem Moment der spontane Ausdruck von Freude ist, dieser geistigen Wesen, von Freude und Verbundenheit, von Wertschätzung den Anwesenden und ihrem geistigen Engagement gegenüber. Und Form und Farbe dieser Objekte sind Ausdruck dieser Freude. Und dann geschieht es, dass aus Augen, aus Mund, aus Nase, aus Ohren die Objekte herausquillen. Und das, was man auf dem Video sieht, ist wie circa zwischen 8 und 10 Objekte aus den Augen hervormaterialisiert werden. Ja, jemand schreibt, er findet es eklig, sich das anzusehen. Ja, muss er ja nicht, aber also ich habe es mir mehrfach angesehen, weil ich konnte das nicht glauben. Es ist tatsächlich so, dass, also soweit ich das jetzt beurteilen kann, ich meine, ich will da jetzt gar nicht, ich da jetzt vorausschicken, dass ich natürlich nicht für die Echtheit all dieser Dinge da irgendwie einstehen kann, weil ich noch nie bei sowas dabei war und selbst dann. Also es ist, aber ich für meinen Teil kann da jedenfalls nichts entdecken, was jetzt eine Fälschung wäre. Und auch sonst hat das, soweit ich weiß, noch keiner gekonnt. Aber werden wir auch noch zur Sprache kommen? Das ist natürlich immer eine ganz große Frage. Aber wenn sich ein kleines, das sind geschliffene Glasdinger, die sieht man dann auch, also auf dem Felix Circle, auf der Felix Circle Website, da gibt es dann auch so Bilder, Abbildungen von all diesen Apporten, also all diesen Dingen, die sich da in deinem Körper materialisieren und die du dann
rauf wirkst, aus den Ohren fallen sie raus und aus der Nase. Also auch wieder ein Element der Absurdität, das muss ich jetzt schon sagen. Also es ist, und die Frage ist auch schon gekommen, warum machen die das? Auf das werden wir auch noch eingehen. Also es ist quasi ein Geschenk an die Sitzer. Aber ein kleinstes Sandkorn im Auge tut echt weh. Und in dem Fall sind es geschliffene Glasstücke, die also so, weiß nicht, die sind so ein paar Millimeter groß, ne, so 8, 9, 10 Millimeter, oder? Die aus den Augen fallen. Ja. Also die können auch schon so fingernagelgroß sein, ne? Oh ja. Okay. Also ich hab's auch selber schon in Sitzungen gesehen. Also du, sehr gut. Das wäre meine nächste Frage. Carsten, du warst dabei. Erzähl mal aus deiner Sicht. Also ich will jetzt nicht da irgendwie auf irgendwelchen sensationellen Dingen rumreiten, aber das muss man schon mal ein bisschen jetzt behandeln. Ne? Also wie war das jetzt, als du das gesehen hast? Naja, also typischerweise ist es so, dass in dieser Phase, wo die Steine apportiert werden, das Rotlicht eingeschaltet wird. Im Idealfall kann auch mit einer Rotlichtlampe, Taschenlampe direkt ins Gesicht gestrahlt werden, damit es noch besser erkennbar ist. Und ich habe es wirklich aus einer Nähe von 15, 20 Zentimetern gesehen. Ich habe also direkt vor Kai gesessen. Und man sieht dann, wie sich... Und man sieht es ja auch auf dem Video, wie sich im Augenlid, also im unteren Augenlid, auf einmal eine Beule bildet. Und, und dann schiebt Kai mit den Fingern, oder besser gesagt das Medium in dem Moment, mit den Fingern diese Beule nach oben und der Stein plumpst dann aus dem Auge heraus. Und ich habe das auch beobachtet, wie da drei oder vier hintereinander, also ohne Pause, ohne dass man irgendwie sagen könnte, naja, jetzt hat er sich einen neuen Stein, wie auch immer, ins Augenlid wieder reingesteckt. Also in Folge, in direkter Folge aus dem Auge dann herausfallen. Also das konnte ich sehen. Und in einer letzten Sitzung, das hatte ich vorher noch nicht so beobachten können, habe ich auch gesehen, wie einer dieser Steine aus dem Gehörgang nach draußen gekommen ist. Also wirklich, man sieht, da ist was im Gehörgang und dann schiebt sich dieser Stein raus und der war wirklich fingernagelgroß, also Daumen-Fingernagelgroß, aus dem Gehörgang raus. Der musste sogar hinterher mit der Pinzette rausgezogen werden, weil er einfach dann irgendwie stecken geblieben ist. Ja, und so fallen dann diese Steine, Kai hat es ja schon gesagt, ich weiß gar nicht, 20 oder so, aus diesen Körperöffnungen im Kopf heraus, also auch aus der Nase, aus dem Mund. Und das ist zu beobachten aus nächster Nähe. Also während der Sitzung können die Sitzer dann auch ihren Platz verlassen und sich praktisch um das Medium herumsetzen und das aus nächster Nähe im hellen Rotlicht dann beobachten, wie das geschieht. Das Rotlicht. Also meistens ist es sogar so, dass dieser Vorgang einem anderen ganz zentralen Portalvorgang folgt, also wo der Körper auch schon zum Portal gemacht wird, nämlich, dass ich aus der leeren Handfläche heraus für einen der Sitzer, der vorher natürlich die Hand genau untersuchen durfte, alles im Rotlicht, dann wird die Hand nicht mehr aus dem Auge gelassen, wird extra in den Lichtschein hineingehalten und dann materialisiert sich direkt unterhalb der Handfläche, die zum Boden hin gedreht ist, zum Sitzer hin gedreht ist. Der Sitzer sitzt am Boden, direkt vor dem Medium und blickt genau hinein in die Handfläche, aus der heraus das Objekt sich materialisiert. Und meistens in der Folge dieses Geschehens passieren dann auch die Gesichtsapporte. Irgendjemand schreibt im Chat, irgendwie unglaublich. Ich muss korrigieren, unglaublich. ihr Lieben, wir müssen aber unglaublich für die Geschichte des menschlichen Mystizismus noch nicht so gut kennen. Denn da wimmelt es von Geschehnissen dieser Art und immer wieder von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Lebensweg auf diese Fährte vom Schicksal gelegt bekamen. Das ist also, wir sind nicht die Ersten, denen das geschieht. Ja.
Kann man an diesen Apporten auch, diese Apporte passieren, und du hast gerade jetzt vorher so erzählt, die Hand wird dann aber wieder umgedreht, und der Apport selbst passiert entweder im Körper offenbar oder unter der Hand. Für mich ist das irgendwie so, dass man immer noch ein Hintertürl hat, dass das vielleicht doch ein Trick ist. Ja? Ich weiß nicht, vielleicht will dann, man will vielleicht die Menschen nicht da, oder man will die Sitzer nicht zwingen, es glauben zu müssen, ja? Vielleicht oder so. Aber Frage, gibt es dann auch Apporte, wo man einfach sieht, wie dieser Stein plötzlich erscheint und plötzlich da ist? Gibt es das auch? Gab es das auch? Ja, also bei dem Handflächenapport ist das so. Da wird nichts unterbrochen. Carsten, kennst du, hast du das mal gesehen? So ja, Handflächenapport? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Da habe ich im Schneidersitz vor dem Medium gesessen. Die Hand war direkt vor mir. Ich hatte auch vorher den Arm abgetastet und geguckt, ob da irgendwas ist. Und plötzlich fiel dann aus der Handfläche eine kleine Figurine, so eine aus dem Hinduismus, so eine Figur aus der Handfläche auf den Boden dann. Die war so, weiß ich nicht, 5 Zentimeter vielleicht groß. Nee, so groß ist sie nicht, 2 Zentimeter. Also er hält die Hand ausgestreckt. Ja. Hast du die Unterseite gesehen? Ja. Und du blickst da direkt hinein, da wird also nichts verdeckt und nichts. In einer Sekunde ist da die Handfläche zu sehen und in der anderen fällt das Ding. Ja. Okay. Exakt. Jo. Ja, übrigens, gerade dieser Vorgang, wir laden ja immer wieder Zauberkünstler, interessierte Zauberkünstler ein, zu begutachten, was wir machen. Und es ist jetzt, glaube ich, gerade Anfang des Jahres gewesen, dass wir einen weiteren Vertreter dieser Zunft bei uns hatten. Und der hat sich gerade ganz besonders an dieser Geschichte aufgehängt und hat gesagt, also das ist etwas, was er noch nie gesehen hat und was er sich überhaupt nicht vorstellen kann. Da hat er den Satz losgelassen, kein Bühnenmagier auf der Welt ist befähigt, so ein Geschehen irgendwie vorzutäuschen. Ja. Man findet den Bericht, das ist, glaube ich, sein Künstlername ist Jean-Claude Secret oder wie auch immer. Ein Bühnenmagier, der also das schon seit seinem, also das einfach beruflich macht und davon lebt. Richtig. Und offenbar einen sehr guten Überblick hat über was möglich ist und was nicht. Und ist verlinkt vom Ankünder aus, also an der Stelle, wo es eben steht, Tricks und wie auch immer, also im unteren Teil des Ankündertexts, dort habe ich dann gleich diesen Artikel, der auf deinem Blog erschienen ist, verlinkt, und der beschreibt da eben, was er gesehen hat, welche Aspekte davon mit Bühnenmagie möglich sind, aber dieser Herr hat also bei keinem einzigen der gezeigten Phänomene gesagt, dass das vollständig reproduzierbar wäre mit ihm bekannter Bühnenmagie. Der muss jetzt auch nicht alles kennen, aber trotzdem. Und also so irgendwelche Dinge, die durch die Gegend fliegen oder Tücher, die durch die Gegend fliegen, da meint er, teilweise geht das, aber dann irgendwie nicht zwischen den Personen, und die Personen können das dann nicht in die Hand nehmen. Na klar, weil da halt Fäden sind und dann, ne? Und das ist halt überhaupt ein wirklich interessanter Aspekt des Ganzen. Da möchte ich jetzt vielleicht noch ein bisschen dabei bleiben. Nämlich diese eine interessante, wie sagt man das sagen, das ist irgendwo in einer, das Ganze spielt sich für mich irgendwo so in einer Zwischenwelt ab, ja. Da gab es den George Hansen, der, ich habe das Buch noch nicht gelesen, das muss ich aber unbedingt einmal nachholen, das heißt also The Trickster and the Paranormal, und da geht es eben vor allem auch um ein Medium, nämlich Eusapia Palladino, und die hat also offenbar tatsächliche unerklärliche Phänomene hervorgebracht, aber auch betrogen, was irgendwie unlogisch ist, aber okay, vielleicht ist es der Erwartungsdruck oder so, keine Ahnung. Jedenfalls Hansen hat es dann irgendwie so darauf zurückgeführt, wie gesagt, das Buch selbst habe ich noch nicht gelesen, aber das finde ich ist eine sehr interessante
Ansatz, dass das Paranormale ein Phänomen der Antistruktur sei und somit mit Betrügereien und so weiter irgendwo in derselben Sphäre sich befindet. Kai, kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen? Also zuallererst mal müssen wir uns klar machen, dass das, was wir da machen, eines der ältesten Verhaltensartefakte der Menschheit sind. Seit Anbeginn der Menschheit gibt es die Kommunikation mit einer gespürten, unsichtbaren Welt, die der Mensch schon immer gespürt hat oder als anwesend gespürt hat und schon immer die Ahnung gehabt hat, dass mit dieser gespürten Welt er selber in Verbindung steht. Und seit Anbeginn der Menschheit gibt es Ritual- und Zeremonialformen, in denen dann Kontakt hergestellt wurde zwischen diesen beiden Welten. Und immer wenn das geschah, spielten sich solche Dinge ab, wie sie sich bei uns in den Seancen, in den Kontakt-Sessions sozusagen, in den interdimensionalen Kontakt-Sessions abspielen. Ja, Eusapia Palladino, eins der absolut größten Medien seiner Zeit. Und vielleicht liegt es daran, dass man von Beginn an Medien moralische Exempel statuiert hat, die niemand anders in der Gesellschaft hätte erfüllen können. Und Eusapia Palladino war eine recht einfache Frau. Und man hat ihr einfach auch die Türen eingerannt. Und sie musste dauernd, wollten Menschen, dass sie produziert und produziert und produziert. Naja, und wenn sie einen schlechten Tag gehabt hat, hat sie halt eben versucht, ihre Phänomene irgendwie zu ersetzen, um die da kamen. Ja, was heißt Erwartungsdruck? Einfach nicht zu enttäuschen. Ja, ja. Okay. Also ich finde, ja, also das ist durchaus menschlich. Mhm. Hätten wir an der Eusapia Palladino dieses Exempel so radikal statuiert wie an vielen anderen Medien, denen man, ja, sagen wir mal, kleinere Ausrutscher oder kleinere Hilfsgriffe sofort als gigantischen Betrug ausgelegt hat und die dann weggeschmissen hat und sich nicht mehr für sie auch nur in Deut interessiert hat, obwohl viele, viele von denen ganz spannende Routinen entwickelt hatten mit der geistigen Welt und mit dem Spirituellen. Man hat also, wie gesagt, hier moralische Exempel statuiert, die kein Mensch in der Gesellschaft auch erst recht heutzutage erfüllt und mit Verlaub erst recht im wissenschaftlichen Betrieb kein Mensch erfüllt. Gerade die Wissenschaftler, die also dieses moralische Exempel an den Medien statuieren. Ich weiß das also aus sicherer Quelle und der Eingeweihte wird das bestätigen, dass gerade im wissenschaftlichen Betrieb gelogen und betrogen und Daten gebogen werden, um Veröffentlichungen und Gelder und Sponsorings zu bekommen. Und was auf jeden Fall passiert, ist, dass Dinge nur mehr durch die Brille eines bestimmten physikalischen, vorherrschenden physikalischen oder wissenschaftlichen Modells gesehen werden und dann man irgendwo blind ist gegenüber Artefakten, Phänomenen, Messwerten, die jetzt da rausfallen und dann einfach sagt, ja, das war ein Messfehler oder so. Also da, das auch, Tarek, das auch. Das ist aber nochmal was anderes. Das ist die Schwierigkeit, das strenge wissenschaftliche Experimentalmodell auf die Bedingungen, sage ich jetzt mal, des Seance-Raums oder der heiligen Zeremonie, der schamanischen Zeremonie hin anzuwenden. Aber das, was ich meine ist, und das ist, weil ich lange, lange Jahre über enge Freundschaften direkten Zugang zum wissenschaftlichen Betrieb hatte, das ist mir also, ich habe das selbst mit Staunen zur Kenntnis genommen, mit welcher großen scheinbaren Unehrlichkeit innerhalb des Wissenschaftsbetriebes es da darum geht, da werden Daten entwendet, da wird hintenrum. Es gibt schwarze Schafe, gibt es sicher, aber man muss halt auch sagen, das Gros der Wissenschaftler ist redlich und versucht tatsächlich ehrlicherweise Neues zu finden.
auch wenn man da vielleicht manchmal Scheuklappen aufhat und so. Also ja, es so, ja, also es ja. gibt bestimmt, ja, du hast natürlich recht, ich will auch jetzt hier auch niemanden verunglimpfen. Aber es gibt auf jeden Fall auch schwarze Schafe und da gibt es genügend Beispiele, da braucht man nicht reden. Die gibt es halt auch wirklich überall und eben auch beim Mediumismus, beziehungsweise dort ist es halt, also da verschwimmt es halt irgendwo oft auch. Kommt mir vor. Ja, da verschwimmt es natürlich für den uninformierten Beobachter, der die Geschichte des physikalischen Mystizismus, der die Geschichte der Parapsychologie nicht so gut kennt. Dem bleibt ja fast nichts anderes übrig, konfrontiert mit so einem Geschehen, womöglich auf die Idee zu kommen, das ist ein Zaubertrick, das trickst der, das betrügt der. Hansen hat das ja dann sogar so weit geführt, dass er von einer weltweiten Verschwörung Medien, die also weltweit sich verschworen haben, um gutgläubige, zahlende Kundschaft mit einer weltweiten Trickverschwörung da hinter sich zu führen. Beides ist wahr und beides ist richtig und es gibt die, die einen schlechten Tag haben und sich aushelfen und es gibt womöglich auch die, die das zu irgendeiner Gelegenheit als Betrugsmasche verwenden, aber ich glaube nicht, dass jemand, der das sich als eine Lebensmission, und da gibt's ja heutzutage einige und in der Geschichte einige, die das als Lebensmission, als Lebensaufgabe sehen, da halte ich das für arg unwahrscheinlich, dass also so jemand das Ganze auf Betrug und Tricks aufbaut. Puh, das wäre ein stressiger Job, du, wenn das also so wäre. Naja, laut einiger zeitgenössischer Bühnenmagier schlicht und ergreifend unmöglich. Es gab jetzt ja auch ein paar niederländische Wissenschaftler, ich werde dann auch gleich auf ein paar Fragen im Chat eingehen, also da hat sich jetzt eine ziemliche Diskussion entsponnen, aber es gab jetzt auch ein paar Wissenschaftler aus den Niederlanden, die an deinen Seancen teilnahmen. Was war deren Resümee? Ja, sehr, 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 sehr glaubhaft, sehr transparent. Wir gestalten die Sitzungen natürlich auch so, dass die möglichst transparent sind für die Sitzer. Es ist natürlich nochmal fern einer kontrolliert wissenschaftlichen Sitzung. Das ist nochmal ganz was anderes. Da werden als erstes nämlich alle Beisitzer rausgeschmissen. Also wenn man so etwas präsentieren will und teilen will mit den Menschen, und das ist ja hier unser Urmotiv. Wir möchten den Menschen diese greifbare Magie zurück in ihr Leben geben. Und sie ist wirklich greifbar. Weißt du, ich mache das, und deshalb bin ich dann eine kleine Ausnahme, weil ich das seit so langer, langer Zeit mache. Aber das ist das ja das Spannende daran, und das ist eins unserer Hauptmotive. Jeder kann das. Nimm dir, wenn du engagiert bist, nimm dir 3, 4 enge Freunde, gründe so einen Experimentalzirkel und du bringst zurück in dein Leben eine Form der Magie, und wir wissen, dass wir mit unserer Arbeit so vielen Menschen, die vielleicht ihr Leben als mittlerweile als grau und vielleicht sinnentwertet erleben, dass wir mit unserer Arbeit viel Farbe, Kraft und Magie zurückbringen. Ja, und wenn man das selber dann womöglich beginnt, aktiv zu tun. Ja, frag mal Carsten. Ja, das Leben wird belebt und von einem Geist erfüllt, von einem Esprit wiederbelebt. Also so habe ich es erlebt. Ja, oder so erleben wir das. Ja. Ja. Carsten, möchtest du was? Ja, also es ist genauso wie Kai sagt. Also nach den ersten Sitzungen, die ich bei ihm erlebt habe, also ich war von Anfang an überzeugt, dass das wirklich so ist, wie das, was ich da erlebt habe. Also dass da nicht getrickst wurde. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir haben dann schnell selber einen Zirkel gegründet, wobei das auch nicht so einfach ist, in der heutigen Zeit da die Sitzer zu finden. Entschuldigung, du warst von Anfang, das heißt, du warst nach der ersten Sitzung überzeugt oder schon davor? Also ich sag mal, ich bin mit den
vor der ersten Sitzung, die ich bei Kai besucht habe, bin ich wahrscheinlich mit dem bestmöglichen Mindset in die Sitzung gegangen, nämlich mit offen. Offen, unvoreingenommen und in freudiger Erwartung, was ich da jetzt erlebe. Das ist wahrscheinlich so das beste Mindset, was man haben kann, wenn man in so eine Sitzung geht. Wenn man in die Sitzung geht und sagt, na ja, das ist ja wahrscheinlich eh alles gefaked und so, ja, dann weiß ich nicht, wird man es wahrscheinlich auch, wenn man es dann erlebt hat, zum Schluss trotzdem wieder sich so erklären, dass es dann doch irgendwie gefaked worden ist. Naja, wie auch immer, ich habe es dann erlebt und für mich als wahr auch akzeptiert. Da waren auch Phänomene dabei, wo ich sage, das kann auch nicht gefaked worden sein. Wie zum Beispiel, ich habe mit dem Stuhl an der Wand gesessen in der Sitzung und bin von hinten, also da ging kein Blatt mehr zwischen mich und die Wand, und bin von hinten berührt worden und auf dem Nacken geküsst worden, als ob jemand hinter mir gestanden hätte. Also da kann mir keiner sagen, wie das möglich ist und getrickst werden kann. Naja, auf jeden Fall haben wir dann schnell selbst ein Circle gegründet und hatten allerdings dann erst nach anderthalb Jahren wirklich die ersten Phänomene. Das heißt, wir haben also anderthalb Jahre gesessen, regelmäßig, und hatten keine Phänomene. Und das muss man sich vorstellen, einmal die Woche so circa sich zu treffen, zu sitzen im Dunkeln. Wir haben also mit Tischsitzungen angefangen, wie du vorhin schon gesagt hast, so Omas, die Tische rücken machen. So haben wir im Grunde wirklich angefangen. Und erst nach anderthalb Jahren begann der Tisch sich dann wirklich zu bewegen, und zwar in einer Art, die man halt nicht nachmachen kann. Wobei das sowieso außer Frage steht, weil ich sitze ja nicht mit Bekannten und mit guten Freunden einmal die Woche da, um dann nach anderthalb Jahren anzufangen, den Tisch selber zu schieben und zu sagen, guck mal, jetzt haben wir hier Phänomen. Das ist ja... Im Chat ist jetzt, also ich greife da jetzt nur so eine der letzten Fragen raus. Wenn ich in so eine Sitzung gehe, möchte ich zumindest Antworten für den Weltfrieden und keine Foppe leiden. Also manche empfinden jetzt diese Dinge, die wir da beschreiben, als Fopp. Andere fragen, ein bisschen gemäßigter, was ist denn der Sinn? Und die Frage kann ich durchaus nachvollziehen. So, ganz genau. Und da kommen wir gleich mal auf den Weltfrieden zurückzusprechen. Ja? Denn das ist natürlich nicht das Anliegen dieser geistigen Wesen, denn die geistigen Wesen stehen mit einem großen Engagement uns Menschen gegenüber, und sie wollen uns in ein Verständnis hineinbetten, das letztlich uns auf unserem Weg zu einem hoffentlich bald stattfindenden geistigen Paradigmenwechsel beschleunigt und uns Informationen an die Hand geben, wie Realität und Bewusstsein zueinander konstruiert sind, was der Sinn des Lebens ist, was die wahre Natur des Menschen ist. Es wird Bezug genommen auf aktuelles politisches Geschehen. Die Phänomene sind im Grunde genommen dafür da, sich zu legitimieren, zu beweisen, dass sie nicht Figmente des Unterbewussten, des Mediums sind, sondern dass sie tatsächlich autonome Existenzen sind. Und das beweisen sie dadurch, dass sie die Gesetzmäßigkeiten der dreidimensionalen Raumzeit biegen und brechen. So, also wir haben hier einen hochernsten Unterton in diesen Sitzungen, auch wenn mit viel Freude in die Sitzungen grundlegend hineingegangen wird. Aber wir haben es mit teilweise hochkomplexen und profunden Botschaften aus der geistigen Welt zu tun. Und kannst du das bestätigen, Carsten? Also es ist schon, wie du sagst, und dieser Vorwurf in Anführungsstrichen, die Frage, was soll das mit den Phänomenen? Also was ich beobachtet habe, und das ist ganz oft in den Sitzungen bei Kai, vor dem Kabinett steht ja in, ja, ich würde mal sagen, 2 Meter Entfernung steht eine Trommel, die zu Beginn der Sitzung sozusagen als eines der ersten Phänomene geschlagen wird. Das heißt, die Trommel steht 2 Meter vom Kabinett entfernt, die Sitzer halten sich an den Händen und auf einmal beginnt die Trommel zu tönen. Also da schlägt jemand auf die Trommel, nämlich die Spirits. Und das ist ja schon ein physikalisches Phänomen, und das Hören der Trommel
erzeugt in den Sitzern eine Euphorie, weil man weiß, aha, jetzt geht's los, die Spirits sind jetzt da, die machen sich bemerkbar, und diese Euphorie wiederum begünstigt weitere Phänomene. Das heißt, es entsteht so eine positive Rückkopplung zwischen dem Phänomen, den Sitzern, wieder dem Phänomen und wieder den Sitzern, und das schraubt sich dann so hoch während der Sitzung, und dann entstehen diese Phänomene wie die Apporte oder wie die Vollmaterialisation und so. Aber wie Kai auch schon sagte, die Geistkontrolle, die bei Kai spricht, hat ganz wichtige Botschaften. Also er referiert ja diese Geistkontrolle während der Sitzung manchmal minutenlang auf so eine professorale Art. Und da sind aber ganz, ganz tolle Botschaften dabei, wie Kai schon sagte, über die Weltpolitik, aber auch wie die Realität aufgebaut ist, wo die Apporte herkommen und so weiter und so weiter. Also es geht nicht nur um die Phänomene, beziehungsweise die Phänomene haben ihren Sinn in der Sitzung. Naja, also so wie ich das jetzt verstehe, also aus dem Gesagten erschließt sich mir jetzt der Sinn auch noch nicht ganz. Allerdings, ich verstehe das jetzt so, dass die Phänomene selbst, die ja nach unserem physikalischen Weltbild unmöglich sind, dass die Phänomene selbst die Botschaft sind, nämlich ja, auch. Das auch. Okay, also für mich ist die Hauptbotschaft, diese Dinge sind möglich, und das Denken, glaube ich, also manche schreiben jetzt, ja, das würde mich alles nicht beeindrucken. Also mich würden die Dinge sehr beeindrucken, wenn ich die vor mir sehe, würde man ja, schon sagen. Also, und ich glaube, da muss man sich auch, also wenn man, das glaube ich jetzt den Leuten im Chat auch nicht ganz, sorry, aber wenn man dann wirklich dort sitzt und sich auf das einlässt, ich glaube schon, dass man das beeindruckt. Und da sprechen wir jetzt ja noch gar nicht von den Dingen, wo irgendwas durch die Luft fliegt oder so. Ja. Wir werden dann noch auf die ganzen Reihe von Phänomenen kommen. Wir sprechen jetzt seit Jetzt haben wir halt gerade von eher einfachen Dingen gesprochen. Bitte, es gibt dieses Video, wenn man sich das anschaut und da noch immer sagt, ja, ist nicht beeindruckend. Okay, dann lasst man sich meiner Meinung nach nicht darauf ein. Ist auch okay. Hat ja vielleicht auch einen Sinn. Also ist vielleicht nicht für jeden was, oder manche wollen das halt nicht. Also was aber ich glaube, auch, Entschuldigung, nur noch, die Botschaft ist das Phänomen selbst, also das Medium ist die Botschaft sozusagen in Anlehnung. Es ist, also diese Ereignisse selbst, die uns vor Augen führen, dass wir die Welt offenbar nur zu einem Teil verstehen, das ist eigentlich der Sinn für mich, oder? Oder was gibt es da noch, was sind die weiteren Botschaften? Also was ich gerne noch sagen würde, ist, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, also mit dem Science-Raum-Phänomen überhaupt oder überhaupt mit dem Science-Raum, wird man feststellen, dass alles, was im Science-Raum passiert, auf vielen Ebenen eine Bedeutung hat. Also als Beispiel hatten wir gerade die Materialisation oder die Phänomene überhaupt genannt, nämlich dass die Phänomene selbst die Botschaft sind, aber wie gesagt auch, dass die Phänomene dieser positive Verstärker oder diese positive Rückkopplung erzeugen, aber zum Beispiel auch, dass man im Science-Raum in Kette sitzt. In Kette sitzen heißt, jeder hält seinen Sitznachbarn an der Hand, sodass alle sich an der Hand halten. Das hat zum einen den Aspekt, niemand kann da irgendwas im Raum machen, weil sich ja alle festhalten. Ja, also wenn mein Nachbar mich jetzt loslässt, dann würde ich sofort sagen, hier, der lässt mich los. Und wenn da jetzt was passiert im Source-Raum, dann könnte der das natürlich sein. Aber es ist natürlich auch diese Verbundenheit, die dann zwischen den Sitzern entsteht, durch das Halten der Hände. Also es hat immer, alles, was im Source-Raum passiert, hat mehrere Aspekte und können aus verschiedenen, von verschiedenen Seiten aus betrachtet werden. Jemand fragt auch, finde ich, ist eine spannende Frage, ich glaube, wir haben es in der Folgensendung vielleicht behandelt, nicht egal, warum das Rotlicht? Warum nicht ganz normales Licht? Ja, das Rotlicht ist das am wenigsten, die Lichtwelle ist die entspannteste, das ist die entspannteste Lichtwelle. Die tieffrequenteste Licht, es ist so, ja. Genau, ja? Das wir haben. Und in der Geschichte des Experimentes hat es sich gezeigt, wenn wir diese Dinge aus der Dunkelheit herausholen wollen, dann gelingt das am besten mit dem Rotlicht. Und das ist, wir haben Phasen immer wieder, in denen wir wirklich ordentlich helles Rotlicht voll aufdrehen können. Das zeigt sich ja auch in unserer fotografischen Dokumentation.
Und von der Qualität, Weißlicht, Rotlicht, nimmt sich das, denke ich, eigentlich kaum noch was. Es hatte aber auch einen geschichtlichen Aspekt, dieses Rotlicht, denn vor 100 Jahren haben die Wissenschaftler ja auch schon versucht, die Phänomene zu fotografieren und haben dann ihre Kameras in den Seance-Raum gestellt, aber mit geöffneten, also ich bin jetzt kein Fotograf, aber die hatten ihr Objektiv offen sozusagen und im Rotlicht wurde der Film dann nicht belichtet und die haben dann mit ihren Blitzlichten dann die Bilder im Seance-Raum machen können und konnten aber dann, ja, wie gesagt, im Rotlicht die Kamera einfach offen lassen, sozusagen. Also auch da wieder mehrere Aspekte, warum das Rotlicht. Also das verstehe jetzt nicht, was meinst du damit? Wenn Sie Blitzlicht haben, brauchen Sie ja das Rotlicht nicht. Oder haben Sie sich unter Rotlicht die Kamera aufgebaut und dann? Oder? Ja, genau. Also die Kamera stand im Rotlicht praktisch schon im Seance-Raum mit geöffnetem Objektiv. Ja. Ja, okay. Aber Sie haben dann trotzdem auch Blitzlicht verwenden können. Ja, ja. Und dann haben Sie... Wie nennt man dieses chemische Pulver da? Magnesium. Ja, Magnesium haben wir gezündet, sodass dann dieser Blitz entsteht und in diesem Blitz haben wir dann das Foto gemacht von dem Phänomen, was da geschehen ist im Raum. Ja, jetzt auch der Aufruf, Skype doch einfach rein. Also es gibt da offenbar ein paar, die haben da sehr viele Fragen oder die Skype-Leitung ist offen, stellt sie einfach selbst oder diskutiert mit Kai oder Carsten. Ist vielleicht dann teilweise einfacher. Gibt es auch, ich meine, jetzt wenn ich die Fragen so ein bisschen interpretiere, die ich zum großen Teil durchaus nachvollziehen kann, ja, und Kritik, wenn sie respektvoll vorgetragen ist, ist immer wichtig, ja, gerade bei solchen Dingen. Auch Skepsis, wobei Skepsis nicht heißt, dass man, also wenn jemand von vornherein etwas sowieso nicht glaubt, ist er nicht skeptisch. Skeptisch kann nur jemand sein, der offen ist. Also Skepsis muss ja ergebnisoffen sein, sonst ist man kein Skeptiker, sondern Dogmatiker. Das ist ganz was anderes. Aber Skepsis ist sehr wichtig und gerade bei solchen Dingen natürlich. Da gibt es jetzt mehrere Fragen, die sich da ein bisschen rauskristallisieren. Eine davon ist, woher wissen wir, dass uns diese Wesenheiten wohlgesonnen sind? Das ist, finde ich, eine interessante Frage, ja, weil Manipulation kann ja sehr komplex sein. Ja? Und, ja. Und Manipulation merkt man nicht. Ja? Also, und jeder, der manipuliert wird, wird von seinem Manipulator sagen, dass er ihm wohlgesonnen ist. Sonst funktioniert ja die Manipulation nicht. Also das ist ein bisschen eine komplexe Geschichte jetzt. Ja. Aber die Frage ist vielleicht an Kai und an Carsten, woher wisst ihr, dass ihr nicht gefoppt werdet? Nun, könnt ihr das wissen? Ja, naja gut, das ist die Frage. Das muss, das können wir letztendlich für uns entscheiden und das kann jeder versuchen von außen zu bewerten. Aber die Erfahrung ist eine grundlegend positive, eine geradezu heilsame. Es ist ja so, ich sprach vorhin davon, dass dieser Umgang mit den Spirits ein uraltes menschliches Artefakt ist und in den indigenen Gesellschaften wie beispielsweise, ich nenne mal jetzt nordamerikanische Indianer, die physikalischen Seancen, so wie wir sie unterhalten, im Grunde genommen eins zu eins, aber halt eben in ihrem soziokulturellen Kontext ebenfalls abhalten. Der Unterschied zwischen den Indigenen und den westlichen Communions, Zusammenkünften mit den Spirits ist die, dass in den Indigenen, also in den klassischen, in den eigentlich ursprünglichen, allem zugrunde liegenden Zeremonien, diese geistigen Kräfte und geistigen Wesen zur Heilung herangezogen werden, zur Heilung des Einzelnen, zur Heilung der Community. Und diese heilsame Kraft geschieht im Seance-Raum ebenfalls. Sie geschieht auf einer ganz unbewussten Ebene, dass die Menschen in diesen Sitzungen ja so etwas wie eine, ich habe das vorhin schon beschrieben, wenn die Menschen ihre Angst verlieren, dann ist das wie eine große Befreiung. Wir haben spontane Heilungen
in unseren Seancen fanden statt. Das können ganz kleine Formen der Heilung sein, dass einer mit einer totalen Erkältung in die Seance kommt und nach der Seance ist sie tatsächlich weg. Es kann ein anderes Beispiel, eine schwedische Sitzerin behauptete, eine faustgroße Vernarbung sei während ihrer Seance-Raumerfahrung auf ihrem Rücken ihr von den Spirits genommen worden. Wir haben in Zusammenarbeit mit den Spirits vielen Menschen heilsame Erlebnisse gebracht, wie beispielsweise einem unserer Gäste, der vor 25 Jahren einen Motorradunfall hatte und seit 25 Jahren nicht mehr riechen konnte und schmecken konnte. Und nachdem unsere geistigen Wesen ordentlich an ihm herumgeschafft hatten, sind wir von Dankesbriefen überschüttet worden, weil das erste Mal wieder der Duft des Waldes und die Düfte des Alltags hier vernommen werden konnten. Wer das also nicht als positiv bezeichnet oder wer hier glaubt, hier stünde ein manipulativer Faktor vor der Heilung. Ja, also wir folgen da dieser uralten menschlichen Tradition und lassen Heilung geschehen mit den Spirits. Und das ist natürlich, also diese positiven Erfahrungen, die Menschen machen, das ist im Prinzip für euch der Indikator, dass das also keine Böswilligkeit ist, die euch da begegnet im Seance-Raum. Ja, also von Böswilligkeit kann ja nur überhaupt keine Rede sein. Wir haben also auch keine versteckte, meine ich jetzt. Ja. In diesen 7 Jahren haben, wo wir das öffentlich mit Menschen teilen, haben wir keine einzige, auch nur ansatzweise negative Rückmeldung erhalten, dass also jemand irgendwie was Negatives erlebt hätte oder sich in irgendeiner Form manipuliert gefühlt hätte. Das ist also so abseits dieser Erfahrung, das kommt mit der Realität leider nicht überein. Ja, aber ich meine, der tiefere Sinn dahinter, jetzt um noch einmal auf das zu kommen, geht es da jetzt um diesen Paradigmenwechsel? Ist das im Prinzip das Ziel, warum die überhaupt sich jetzt, ist ja sicherlich jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das jetzt tatsächlich Wesenheiten, Entitäten sind, das ist ja für die sicher auch anstrengend. Na, der tiefere Sinn ist natürlich, den Menschen zu konfrontieren mit einer Ahnung, dass die Wirklichkeit weit, weit größer ist. Und dass er eingebunden ist in etwas weit, weit Größeres, was er sich jetzt in der Situation, in seiner menschlichen Verkörperung womöglich noch überhaupt nicht vorstellen kann. Und dass diese große Einheit, von der hier immer gesprochen wird, dass die Räume und Dimensionen umfasst, die weit über unseren Planet, über unser planetares Umfeld hier hinausgeht und Verschränkungen, die der Mensch mit einem universalen oder besser gesagt multiversalen Geschehen hat, unbedingt mit einschließt. Mhm. Es gab übrigens jetzt heute schon einen Anruf von einer Experimental Group oder so nennen sich die. Der war etwas zu früh, sorry. Also wenn Interesse besteht, würde mich sehr freuen, wenn ihr nochmal anruft. Manche haben jetzt im Chat geschrieben, sie trauen sich nicht anrufen. Ja, warum nicht? Verstehe ich nicht. Aber gut. Das kann nicht passieren. Also es muss ja auch, also das ist ja sowieso alles anonym hier, ja, so wie im Chat. Ist mir auch wurscht. Also wenn, dann eben nicht. Eine Frage, die ich da jetzt recht interessant finde, ist, wie denkt der Gast über die Rolle der Kirche zu diesem Thema im Bereich des praktizierten Exorzismus zum Beispiel? Also der klassische romanische Exorzismus der romanischen Kirche, der katholische, in der Geschichte der Menschheit ist die dämonische Besessenheit eine historische Tatsächlichkeit. Menschen sind nachweislich in den letzten 2000 Jahren, sage ich jetzt mal grob, und wahrscheinlich sogar noch länger,
das ist ja nur die Geschichte der westlichen Religionsform, sind Menschen in extrem negative Zustände geraten. Und das für den Paraforscher ist besonders interessant, dass in diesen vermeintlichen dämonischen Besessenheiten sich die kraftvollsten Paraphänomene abgespielt haben, die überhaupt von der Parapsychologie dokumentiert werden konnten. Wer also beispielsweise die Krankheitsgeschichte der Gottlieben Dittus kennt, kann man als PDF im Internet finden. Ein Fall, der sich übrigens im evangelischen Umfeld abgespielt hat, das ist untypisch für die dämonische Besessenheit. Die spielt sich eher typischerweise im katholischen Umfeld ab. Also warum wohl? Die dämonische Besessenheit. Ja, die dämonische Besessenheit ist eine historische Tatsache, und die Kirche, die sich ja bevor die Parapsychologie 1850 aufgrund des westlichen Spiritualismus sich fand und gründete als interdisziplinäre Wissenschaftsform, in der ganzen Zeit zuvor hat die Kirche diese Anomalien untersucht und hat womöglich teilweise diese Anomalien halt eben aufgrund ihres Hintergrundes gedeutet, obwohl wir bei der dämonischen Besessenheit ganz klar sagen müssen, die Zustände, in denen diese Menschen gerutscht sind, die waren wirklich enorm, waren aber oftmals ganz klar geprägt von einem streng katholischen Vorwissen, Erziehung und familiären Umfeld. Beispielsweise der letzte große Besessenheitsfall, für den die Diözese in Würzburg tatsächlich einen großen Exorzismus angeordnet und erlaubt hat. 1974 der Fall der Anneliese Michel aus Klingenberg. Das Mädchen stammte aus einem zutiefst konservativen katholischen Haushalt, und in ihrer Besessenheit spiegelte sich der damalige Konflikt innerhalb der Kirche, das Böse als ein ideelles Konzept zu verstehen oder das Böse zu verstehen als die tatsächliche Personifikation des Bösen, nämlich Satan. Damals entschlossen sich Teile der Kirche, dieses Bild des Bösen abzulegen und das Böse als eine menschliche Qualität letztendlich zu betrachten. Und in der Besessenheit der Anneliese Michel, die ja tragischerweise zu Tode kam im Verlauf des Exorzismus, obwohl Ärzte, Psychiater und alle anwesend waren, verhungerte sie trotzdem während des großen Exorzismus. Ja, das Spannende war, dass ihre Besessenheit brachte diesen damaligen Konflikt ganz arg zum Ausdruck, und die sogenannten Dämonen, die aus ihr sprachen, riefen aus, man solle doch unbedingt glauben, dass es sie doch tatsächlich gäbe, und es sprachen Adolf Hitler und alle möglichen schrecklichen Namen aus ihr. Ja, ja. Aber Anneliese Michel ist jetzt nun ein Fall, wo sich die paranormalen Aspekte nicht so gezeigt haben. Da empfehle ich als Literatur Professor Hans Nägeli Osjord, Besessenheit und Exorzismus, ein tiefgreifendes Kompendium über die Geschichte der dämonischen Besessenheit und die Geschichte der römisch-katholischen Kirche in ihrem Umgang damit. So, ja, inwiefern betrifft uns das? Also, die Besessenheitsformen, das hat mit unserem Experimentalspiritismus, wie gesagt, nichts zu tun. Das sind individuelle Krankheitszustände, die Menschen passieren können. Und das hat einfach mit dem Experimentalspiritismus, den wir da betreiben, nichts zu tun. Im Vereinten Königreich hat sich ja diese Spiritismuswelle, auch ein bisschen zurückgehend jetzt ins Geschichtliche, vor allem darin geäußert, dass anders als im deutschsprachigen Bereich sehr, sehr viele Kirchen, ja, oder Religionen sich
begründet haben, wo man, das haben wir in der letzten Sendung angesprochen, wo man dann halt am Sonntag nicht in die Kirche ging, sondern in eine Seance und da wurde gechandelt. Ist das, siehst du das ein, generell diese Tendenz, dass solche Dinge sehr oft dann in ein religiöses, ich nenne es Korsett, gezwängt werden? Siehst du das als Problem? Weil Religion ja doch immer problematisch womöglich ist. Womöglich, und weil sie Dinge unantastbar macht. Und deshalb pflegen wir ja auch so ausdrücklich die deutsche Tradition des Spiritualismus, die nämlich ganz freigeistig und experimentell sich diesen Phänomenen stellt und hingibt, ohne sie ja zu einer Religion auszurufen oder um irgendwelche Beweisführungen anzutreten. Nein, sie gibt sich diesen Phänomenen erst einmal ganz wertfrei hin und nun durchläuft dann letztlich die Erkenntnisstufen, durch die wir gelaufen sind. Ja, also Erkenntnisstufen wie inhaltliche Qualität, heilerische Qualitäten, Phänomene, die uns den Sinn und die Sicht auf die Wirklichkeit erweitern. Und das sind letztlich für den, der das durchlebt, alles, oder jedenfalls für Menschen, die so geartet sind wie ich und vielleicht wie der Carsten, die sich für die Dinge hinter dem Offensichtlichen interessieren und für die Dinge, die uns als Mensch noch nicht zugänglich sind, die Dinge hinter dem Vorhang. Und in der Seance bekommen wir womöglich eine Ahnung genau davon. Also, du hast recht, dass diese Religionsform, die sich da, das ist also eine allgemein akzeptierte Alternativreligion in England, es existieren um die 10.000 unglaubliche Zahlen, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2000 ungefähr, 10.000 spiritualistische Kirchen existieren da und die Menschen gehen sonntags tatsächlich in ihre spiritualistische Kirche, aber da spricht nicht der Pfarrer von der Kanzel, doch, der spricht da auch und da gibt es ein paar nette Sprüche, aber der eigentliche Höhepunkt ist dann, oder sind dann die Medien, die für die Anwesenden Jenseitskontakte machen. Diese Jenseitskontakte spielen im Felix-Zirkel auch immer mal wieder eine Rolle, aber stehen nicht so im Mittelpunkt, wie für die diese Spiritualität nur zum Zwecke einer Beweisführung für das Leben nach dem Tode irgendwie gewertschätzt wird. Wir finden da noch viele, viele andere und weitere Qualitäten. Wobei das natürlich auch, möchte noch darauf hinkommen, das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt, aber ja. Mhm. Unbedingt, unbedingt. Um jetzt wieder zurückzukommen auf die konkrete zeitgenössische Arbeit des Felix-Zirkels. Eine Frage, die ich jetzt aus dem Chat noch mir dann notiert habe und aufgreifen möchte, weil ich sie auch recht interessant finde. Hat man diese Apporte schon untersucht? Was, also die Dinge, die dir aus der Nase fallen sozusagen. Und also da gibt es ja auch das Video, das ich hier verlinkt habe, wo dann Julia, deine Frau, sich mit einem Schraubenzieher einen Stein aus deinem Ohr hebelt. Also es ist Wahnsinn. Ja? Hat man diese Dinge, ja. Also nur gut, dass du da schläfst, ne? Und das nicht mitkriegst. Weil das ist, glaub ich, absolut, also, absolut. Naja, ich will das gar nicht. Hat man die schon untersucht? Aus was bestehen die? Was ist das? So, ja, ich habe interessanterweise gerade vorgestern erfahren, dass wieder einer der Steine, und zwar einer der auffälligeren Steine, nämlich einer, der offensichtlich kein Glasartefakt war, den hat übrigens im Zuge eines typischen Felix-Zirkel-Jenseitskontaktes einer unserer Sitzer bekommen, mit einer Botschaft, die einen hohen Grad an Synchronizität besaß und die dem Empfänger sofort klar machte, von wem
dieses Objekt ihm zugedacht war. Und die Inhalt dieser Botschaft war also absolut jenseits jeglichen Wissens, dass das Medium irgendwie gehabt haben könnte. Dieser Sitzer hat also einen auffälligen Edelstein bekommen und wollte sich daraus von seiner verstorbenen Frau, und wollte sich daraus ein Schmuckstück machen lassen und hat dann vom Gemologen oder vom Juwelier die Auskunft bekommen, dass er nicht in der Lage sei, diesen Stein irgendwie zu klassifizieren. Es ist kein Glas, es ist kein Kunststoff, es ist auf jeden Fall eine Art geschliffener Stein, aber er kann nicht sagen, woher er stammt. Das ist nicht das erste Mal passiert. Woher er stammt oder was es chemisch ist? Ja, was es chemisch ist und oder woher er stammt. Ja? Das ist aber interessant, Moment, er kann nicht sagen, was das für ein chemischer Stoff ist, dieser. Ja, und ich kann dir noch ein zweites Beispiel nennen, und da existiert sogar so ein kleiner Internetartikel drüber. Und zwar hat ein anderer bekannter Gemologe, es fällt mir da der Name nicht ein, aber man findet das womöglich, wenn man den Begriff Felixstein googelt. Der hat nämlich einen anderen apportierten scheinbaren Edel- oder Halbedelstein ebenfalls versucht zu klassifizieren. Und ist ein bekannter Schweizer oder deutscher Gemologe, der ganze Webseiten unterhält über Steinkunde und Gemologie. Und der war nicht in der Lage, diesen Stein irgendwie einzuordnen von seiner Struktur, von seinem Bau. Ich weiß nicht genau, wie Gemologen Halbedelsteine und Edelsteine begutachten, worauf die da jetzt genau gucken. Aber der war auch da nicht in der Lage und schrieb dann, es bliebe ihm nichts anderes, als diesen Stein sozusagen mit einer neuen Namensgebung zu kennzeichnen, und der Felixstein, und er würde ihn den Felixstein nennen. Ne? Also das finde ich total faszinierend. Da müsste man wirklich mal. Ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Was ist das dann für eine Materie? Man muss doch irgendwie feststellen. Ja, das weiß ich. Das Problem mich. Ist natürlich, lieber Tarek, das Problem ist, so eine Untersuchung kostet. Ja. Aber was anderes. Die Wertigkeit liegt hier nicht in irgendeiner Materialbeschaffenheit oder schaut diese vielen Figurinen, die einfach spirituelle Wertigkeit ausdrücken sollen. Da kommen dann Buddha-Figürchen und sowas. Die sind offensichtlich aus Kupfer oder ich weiß nicht was, aus irgendeinem Metall. Gibt es auch wertvolle Dinge, die da apportiert werden? Ja, also wir haben immer wieder ganze Chunks, ganze Serien von offensichtlich echten Edelsteinen bekommen. Welche Art von Edelsteinen? Ja, das kann ich dir. Du kannst mal dir die Bilder anschauen. Ich habe sie gesehen. Das sieht aus wie Rubine und Saphire, aber in der Größe wären das unglaubliche wertvolle Stücke. Ja, du sagst es. Aber wir haben das Geld nicht, und die geistigen Wesen bringen uns diese Steine auch nur, um zu zeigen und zu beweisen, sie könnten es, wenn sie wollten. Wir haben zum Beispiel zu diesem Zweck Gold und Silber apportiert bekommen, tief in eine Muschel eingearbeitet oder eingelegt, nur weil die geistigen Wesen uns zeigen können, ja, wir könnten das, wenn wir es wollten, aber wir durchschauen leider euch Menschen, denn schon, lieber Tarek, bei den Glasartefakten, die Menschen und Sitzer dann erhalten, da beginnen so früh so Funktionen wie viele Steine hast du, wie viel habe ich? Da beginnt also sofort, und jetzt überleg mal, die wären noch was wert. Ja. Was hast du aus der geistigen Welt bekommen? Das bist du der geistigen Welt wert. Wenig bist du ihr wert. Ne? Oh Gott, wir haben ja vorher schon gesagt, wenn du da ständig Edelsteine apportieren würdest, dann wäre die Versuchung ja sehr groß, dich zu entführen und dann zu melken. Ja, ne? Ja, absolut. Also, das verstehe ich. Nur noch das eine Frage. Nicht. Ja, ich glaube, es ist ja relativ einfach. Eine Härtegradbestimmung ist ja relativ einfach zu machen, glaube ich.
Ist das schon mal gemacht worden ja. bei diesen Apporten? Also, du, da ist jeder eingeladen, das zu tun. Wir geben das ja alles weg. Wir geben das alles an die Sitzer. Und vielleicht ist das auch schon gemacht worden. Aber ich kann dir jetzt bis jetzt nur diese beiden Beispiele nennen. Und ich glaube, da waren noch mehr Beispiele. Aber im Verlauf der vielen, das sind ja in den Jahren Lastwagenladungen von Steinen produziert worden. Es ist wirklich wahr. Ja. Also wahrscheinlich könntest du mein Körpergewicht damit nicht aufwiegen. Und ich bin nicht leicht, kann ich dir sagen. Schon aufwiegen, meinst du? Ja, genau, ja. Natürlich. Ja. Ja, unglaublich. Jetzt wollte ich da noch eine andere Frage. Eins noch, ja. Lieber Tarek, eins ja. noch. Die geistigen Wesen reagieren immer auf so Anfragen wie, wenn ihr wirkliche geistige Wesen wärt, dann könntet ihr doch hier dauernd großartige Werte produzieren. Ja? Teil der Botschaft der geistigen Wesen ist aber eine Botschaft, die uns halt eben ganz klar von einem Materialismus wegführt. Mhm. Und die geistigen Wesen bezeichnen sich selber als Antithesen des Materiellen, als Antikörper des monetär oder wirtschaftlich Wertvollen, weil sie nämlich halt eben in den Inhalten, die sie kommunizieren und mit uns teilen, auch die Phänomene als Inhalte. Und da haben eigentlich diese monetären Werte, die haben was zu tun mit der menschlichen Welt. Und ich meine, money is the root of all evil. Das passt nicht zu den geistigen Wesen. Ja. Das wäre kontraproduktiv, wenn du da ständig Saphire ausspuckst. Ich kann es schon nachvollziehen, aber ja. Gut, noch eine kurze Zwischenfrage, ehe wir wieder eher zum Felix Circle kommen, und dann gibt es noch ein paar Dinge, die ich ansprechen möchte. Dr. Luca Du, den hatte ich schon mal zu Gast. Hat der sich schon einmal mit dem Felix Circle oder eurer Arbeit beschäftigt? Ja, mit den Freiburger Wissenschaftlern, die hatten wir immer wieder eingeladen, auch zu Zeiten, wo wir ja unseren wissenschaftlichen Zirkelleiter hatten. Aber die waren immer empört. Das hat ihnen leider einen unvoreingenommenen Zugang zu uns verhindert. Denn wir haben ja einen Hauptkommunikatoren, der sich Hans nennt. Und wir haben in den ersten Jahren auch ganz freimütig seinen Nachnamen genannt. Ein bekannter deutscher Parapsychologe, bekannteste deutsche Parapsychologe, und das ist einer unserer Hauptkommunikatoren. Und als man davon in Freiburg erfuhr, war man also empört, und man glaubte, wir schlachten für unsere Zwecke diesen Namen aus und würden jetzt womöglich mit diesem Namen Geld machen wollen und so weiter. Das hatte nichts mit der Realität zu tun. Es war uns aber nicht mehr möglich, das zu kommunizieren. Und allein die Tatsache hat einen Kontakt nach Freiburg von Beginn an unmöglich gemacht. Wie schade. Aber gut. Ja. Ich habe davon gehört, also dass da einer der... Also in dem Fall ist es eindeutig eine verstorbene Person, die da auftritt, und dass das also ein Forscher ist. Bist du überzeugt, dass es sich um diese Person handelt? Du, weißt du, die geistigen Wesen geben uns ja hier ganz neue Konzepte an die Hand, was Bewusstsein ist, wo Bewusstsein wirklich positioniert ist, wie Bewusstsein im Menschen funktioniert. Und jetzt, lieber Tarek, jetzt überleg dir mal, wie sollten wir denn überhaupt in der Lage sein, so etwas zu bewerten? Wir können doch noch nicht mal unsere eigene Persönlichkeit irgendwie in Gänze fassen. Wie könnten wir jemals behaupten, das sei tatsächlich die ehemals auf Erden wandelnde Person XY. Naja, gab es Dinge, die... Das können wir nicht. Naja, man könnte es jetzt darüber herausfinden, ob er Dinge gesagt hat, die nur er wissen kann.
Nein. Und die man verifizieren kann, ne? Seit Rupert Sheldrake kennen wir ja das Postulat der morphogenetischen Resonanz. Ja, gut. Und Ja, okay. alles, was ein Medium hier, und der hat natürlich alles Mögliche, der hat immer wieder Dinge aus seiner Vergangenheit, welche Sprachen er sprach, welche Musik, wie seine Studenten ihn nannten, alles Mögliche hat er. Und habt ihr das verifizieren können? Teilweise, teilweise, ja. Also beispielsweise sein asthmatisches Atmen haben wir verifizieren können durch Zufall, weil wir durch Zufall an eine alte Fernsehaufnahme gekommen sind. Aber was ich sagen wollte, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich den Train of Thought Naja, es ging jetzt darum, verloren. dass ihr da einen anderen Einblick. Es geht darum, weißt du, kannst du dir sicher sein, dass es sich hierbei um diese Person handelt? Ja, nein. Ach so, genau, Okay. das wollte ich sagen. Deshalb spielen also auch Namen bei uns keine Rolle. Die Qualität von so einem Seance-Raum-Kommunikator, von so einem Trance-Kommunikator, wie sie seit Anbeginn der Menschheit mit Schamanen und Medizinmännern und Medien kommunizieren. Die Qualität hängt sich nicht an irgendeinem Namen auf. Die Qualität hängt sich daran auf, wie es dieser Stimme gelingt, einen Raum voller Menschen abzuholen. Und durch das, was gesagt wird und durch das, was gezeigt wird, die Gruppe im Gesamten an einen neuen, ja, in Wahrheit magischen, wunderhaften Ort zu führen, in dem die Menschen neues Wissen erlangt haben und Dinge gesehen haben, die ihre Denkmöglichkeiten einfach erweitern. Daran hängt sich die Qualität solch eines Kommunikatoren auf und eben nicht an seinem Namen. Und wie gesagt, es wäre vermessen, irgendwie zu glauben, auch an einer Aussage, auch an einer konkreten Aussage von ihm, dann womöglich festmachen zu wollen, ja, das ist die Ja. Persönlichkeit von damals. Das geht gar nicht. Naja. Naja, na eh, also es ist, es, und naja, wenn wir, was ja auch eine Aussage, die ich jetzt aus dem Felix-Zirkel mitgenommen habe, wenn wir auf einer bestimmten Ebene alle eins sind, dann ist das ja irgendwie eine sinnlose Frage. Oder dann wäre das eine sinnlose Frage. In der Tat, in der Tat, ja. Es kam jetzt schon öfter eine Frage Ektoplasma. Vielleicht können wir darauf kurz eingehen. Und das ist aber auch eine schöne Überleitung auf eine andere Frage und auf mein Anliegen, dass wir noch ein bisschen über die Phänomene des Felix-Zirkels sprechen. Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen auf verschiedenste Videos, die auf eurem Videokanal sind, verweisen, dass man sich denn die vielleicht auch ansehen kann. Was ist Ektoplasma? Denn aus diesem Stoff, wenn es denn ein Stoff ist, entstehen dann ja Phantome und ich entschuldige mich, ich habe mir die letzte Sendung teilweise nochmal angehört vor dem Interview. Ich habe da ständig Medium und Phantom verwechselt. Es tut mir leid, ich war verkühlt und stand neben mir. Was vielleicht für so eine Sendung gar nicht so schlecht ist, aber dann doch wieder manchmal schwierig. Ja, Ektoplasma, vielleicht können wir das kurz versuchen zu beschreiben, um was es sich da handelt, denn daraus formen sich dann ganze Phantome, wie zum Beispiel John King, und da wird's, und die dann auch im Raum herumspazieren und so, und das kannst du dann sicher noch später ausführen, würde mich freuen. Aber was ist Ektoplasma? Ich meine, man kennt das aus Ghostbusters, und als ich es zum ersten Mal gehört habe, es gibt wirklich Ektoplasma, dachte ich, nein, nein, come on, nein, Oh ja, oh nein. ja, Aber okay, es gibt Ektoplasma, es gibt auch auf Felix Zirkel Website, da gibt es mehrere Bilder, da sieht man, wie dir das aus dem Mund rinnt, aber auch aus der Nase. Bitte. So, also, der, sagen wir mal, diesen Begriff Ektoplasma hat der Nobelpreisträger Charles Richer, ein Physiker aus der Mikrobiologie, übertragen auf mediale Prozesse, die er beobachtet hat im Umfeld damaliger bekannter, berühmter Medien. Ja, da zählten beispielsweise Salvia Paladino, Eva Carriere
Rudi Schneider und Willi Schneider und andere berühmte große Medien der damaligen Zeit dazu. Und Charles Richer sagte sehr schön, I never said it was possible, I only said it was true. Und das fasst diese Geschichte eigentlich. Sehr schön. Sehr, sehr, ja, absolut. Wir, als mit der Arbeit, mit der Gruppe um diesen Hauptkommunikatoren Hans, Ektoplasma in einer Art und Weise sichtbar wurde, haben wir angefangen, intensiv in die Geschichte der Menschheit zu forschen, weil wir uns gesagt haben, Moment mal, es kann doch nicht sein, dass das ein Artefakt ist, das seit 1850 erst beobachtet wird. Das muss doch schon, das muss es doch früher gegeben haben und so weiter und so fort. So, und da sind wir natürlich darauf gestoßen, dass Materialisationen und Ektoplasma natürlich auch ein Jahrtausende altes Geschehen ist, das um Menschen herum passiert. Wie gesagt, die unsichtbare Welt hat sich schon immer um den Menschen herum zu bestimmten Graden materialisiert. Und zwar, das in Tibet war, die berühmte den fernen Osten bereisende Alexandra David O'Neill beschreibt schön ihre Erfahrungen mit tibetischen Schamanen Ende des 19. Jahrhunderts im Heraufbeschwören einer sogenannten Tulpa, einer Vollmaterialisation eines Geistwesens. Bei nordamerikanischen Indianern materialisieren sich die Elders, also die Alten, die verstorbenen Alten, in Zeremonien. Amazonische Schamanen produzieren Ektoplasma wie westliche Medien aus Nase und Mund. Und es gibt unzählige traditionelle Gemälde, die das genauso zeigen. Sehr überraschend, aber es ist so, traditionelle Gemälde aus dem Amazonas, teilweise in Zusammenhang mit Heiligzeremonien und Ayahuasca-Zeremonien, tritt die Substanz aus dem Medium aus. Und wenn man die Schamanen damals fragte, als die ersten Anthropologen damit konfrontiert waren, die Schamanen nennen das Phlegma. Und dann antworteten die Schamanen, dass dieses Phlegma eine Substanz ist, die auftritt, wenn die Geister erscheinen. Und dass diese Substanz ein Resultat ist der Verschmelzung dieser beiden Dimensionen. Das Ektoplasma ist eine Form von Materie, das Qualitäten beider Realitätsräume besitzt. Das heißt, es ist auf der einen Seite noch klar physikalisch detektierbar, stofflich, aber auf der anderen Seite hat es hohe geistige, spirituelle Qualitäten. Das heißt, es reflektieren sich beispielsweise, es zeigen sich im Ektoplasma beispielsweise die Antlitze von Verstorbenen, die verwandt sind mit Anwesenden. Ja. Weil die Anwesenden sind da und verspüren in dieser Geistesseance einen besonderen Zug zu einer verstorbenen Person. Und dieser Moment realisiert sich dann im Ektoplasma. Und da gibt es ja auch Bilder, oder? Vielleicht kannst du da. Carsten, bitte, weil Carsten ist wirklich der Zeuge. Was sind deine Erfahrungen? Ja, mit den Gesichtern im Ektoplasma. Ja, also das war eine ganz interessante Sitzung. Da wurde das Ektoplasma auch aus dem Mund hervorgebracht in einer ganz großen Menge. Das wurde dann ausgebreitet, also das wirkte so stoffartig. Dieses Material wurde es ausgebreitet auf der Brust und den Bauch des Mediums. Und da drin sah man schon so dunkle Flecken. Und die Sitzer sollten dann einzeln nach vorne treten und sich diese Flecken, die dann schon als Gesichter angekündigt wurden, anschauen. Und tatsächlich konnte man dann, wenn man davor gestanden hat, also auch wieder aus nächster Nähe, wirklich 10 Zentimeter, also fast mit der Nase schon dran gestoßen, konnte man sich diese Gesichter anschauen für ein paar Sekunden. Und es waren wirklich Gesichter, fotorealistisch, fast schon lebendig wirkende Gesichter, die einen anschauten.
Und in der Sitzung, wo ich war, waren drei Gesichter im Ektoplasma zu sehen. Und ich konnte mir aber eins ganz genau anschauen. Und das war ein Kind gewesen, was ich da sehen konnte. Ein Kleinkind, ich schätze mal so von 5, 6 oder vielleicht 7 Jahren. Ich weiß es jetzt nicht genau. Und das konnte man sich da anschauen. Ich hatte keinen persönlichen Bezug zu diesem Gesicht in dem Moment. Aber irgendwie scheint es dann doch irgendwie einen Bezug zu geben, der mir vielleicht einfach jetzt noch nicht bewusst ist. Keine Ahnung. Aber interessant bei dem Ektoplasma ist auch, und das möchte ich noch anführen, weil es sieht ja auf Bildern schon mal aus wie, ja, entweder wie Stoff oder wie Spinnenweben oder so. Ich habe aber in einzelnen Sitzungen beobachtet, wie der Zustand, ich glaube, das habe ich sogar in der letzten Sendung auch schon gesagt, wie sich der Zustand des Ektoplasmas vor meinen Augen verändert hat, von nebelartig zu stoffartig, dann zu gummiwulstigartig und wieder zurück in diese nebelartige Form. Und das ja ohne Unterbrechung und vor meinen Augen. Also es ist Gibt es da ganz. Filmaufnahmen von so einer Also, nee, Wandlung? ich glaube nicht, Kai, oder? Naja, es gibt ein paar ektoplasmische Aufnahmen. Die sind bei uns auf dem TV Beyond Channel auf YouTube. Den ich ja verlinkt habe. Ja, genau, ja. Ja. Also da gibt es Aufnahmen, wo man das sieht, wie sich der Aggregatzustand dieses Ektoplasmas verändert. Das muss ich überlegen. Nein, das siehst du da, glaube ich, nicht. Aber du siehst beispielsweise den Ausfluss des Ektoplasmas und die Bildungsfähigkeit des Ektoplasmas. Okay. Als Film oder Bilder? Als Film, Okay. beziehungsweise als schnell geschossene Fotografien, so aneinander gepflegt, dass sie im Verlauf wie ein Film, wie ein Daumenkino. Okay. Ich meine, manche dieser Bilder, als ich damals das Buch Zeugnis der jenseitigen Welt gelesen habe von Werner Schiebler, was eine ziemliche Erfahrung war für mich, da, wenn man das Bild sieht, da denkt man, ja, das ist ein Seidentuch, ne? Absolut, ja. Aber wie gesagt, wenn sich's dann so wie Carsten jetzt erzählt, der Aggregatzustand dann verändert und so, dann ist es offenbar kein Seidentuch. Auch Und wenn. lieber Tarek, das möchte ich gerade unterbrechen. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung, die der Carsten gemacht hat. Aber die Beobachtung, was die morphogenetischen, also die veränderlichen Fähigkeiten des Ektoplasmas angeht, eine der typischen Demonstrationen ist also diejenige, dass das Ektoplasma vor aller Augen in großen Mengen ausgeworfen wird, abgesondert wird vom Medium, meistens durch Mund oder Mund und Nase, und dann wird es abgetrennt und liegt abgetrennt einfach am Boden im Sitzungsraum. Und dann können die Sitzer im Rotlicht beobachten, dass sich hier die Eindrücke täuschen. Würde man das fotografieren, würde man vielleicht tatsächlich wieder meinen, da läge ein Stück Lappen am Boden oder ein Bettlaken. Aber die anwesend sind, sehen, wie die Masse atmet, sich bewegt, wie sie auswulstet und ganz, ganz oft, wir haben eben von den Gesichtern gesprochen, am vorgestrigen Tag hat sich zum Geburtstag des Präsidenten des Basler Psi-Vereins der Entdecker des LSD im Ektoplasma gezeigt. Schon traditionell das dritte Mal in Hoffmann, glaube Folge ich, hieß der Mann. Ja. zeigt sich Albert Hoffmann Ja. im Ektoplasma und gratuliert sozusagen seinem Freund, Wow. dem Präsidenten des Basler, Wow. allerdings. So, und aber pass auf, Tarek, und dann sieht man am Boden, wie am Boden aus dieser Masse sich das zusammenzieht und verdichtet. Und dann beginnt man die ersten Finger zu sehen, die aus dieser Masse, Professor Eckhard Kruse hat es sehr eindrücklich beschrieben, wie er diese Beobachtung machen konnte, wie aus dieser Masse sich eine Hand mit einem Arm bildete, die absolut mitten im Raum, da hat keiner Zugang gehabt zu dieser Masse am Boden, und wie sich aus dieser Masse dann eine Hand und ein Arm bildete, die aus der Masse herausreckte und ja, also am Ende löst sich das dann
teilweise wieder auf. Hast du das auch schon mal gesehen, Carsten? Ja, ja, also das habe ich auch schon zweimal gesehen, wie aus dem Ektoplasma eine Hand herauskam, sogar mit einem Ring am Finger und uns zugewunken hat, aus diesem Haufen Ektoplasma heraus. Also wirklich unglaublich. Aber was auch noch spannend ist, Tarek, die schiere Masse an Ektoplasma, die da teilweise produziert wird. Also in einer Sitzung habe ich schon gesehen, wie das komplette Kabinett ausgekleidet war mit Ektoplasma. Das konnte man dann im Rotlicht sehen. Und in der nächsten Sekunde, also das Licht wurde dann ausgeschaltet und in der nächsten Sekunde, wie das Licht wieder eingeschaltet wurde, war alles weg. Also die komplette Masse war komplett verschwunden. Und dieses, ich meine, man kann sich da jetzt als mögliche zusammenspielen, ja, das sind Hologramme und so. Und ich habe eh schon in der letzten Sendung gesagt, naja, aber das ist halt auch schon 1850 passiert und oder 1870 und von Nobelpreisträgern oder dem Herrn Crookes der Royal Academy bestätigt worden. Und da gab es noch nicht einmal einen Laser und schon gar keine Hologramme. Also, und aus diesem Dingen, und man sieht das ja auch am YouTube-Channel, beziehungsweise auf eurer Website, bilden sich dann tatsächlich Phantome, ja? Das Medium spannt da quasi dieses Tor auf. Ich weiß nicht, ob wir dazu jetzt noch kommen, was jetzt wirklich ein psychisches Portal ist, oder vielleicht können wir uns kurz durch dieses Portal bewegen, um dann wirklich zu den Phantomen noch zu kommen. Was ist dieses Portal? Weil ich es auch im Ankündigungstext erwähnt habe, also sollten wir es schon kurz besprechen. Ja gut, das Portal sind letztlich die Bedingungen, die der Seance-Raum Modus Operandi entstehen lässt. Und das ist eine Gemengelage aus allen möglichen psychischen Faktoren, die sich abspielen innerhalb der Sitzergruppe, zum Medium hin, vom Medium zu seinem Spirit-Team hin. Und dann besteht dieses Portal zu einem großen Anteil an Manipulationen, die die Geistwesen vornehmen. Und da geht es also, fällt immer wieder der Begriff eine Art elektromagnetische Netzwerk oder eine Gitterstruktur aus über die elektromagnetischen Potenziale des menschlichen Körpers über die Sitzer im Raume generiert werden und das entlang dieser Kraftlinien innerhalb dieser dreidimensionalen Struktur, die Geistwesen im Raum errichten, das entlang dieser Kraftlinien dann Materialisation zu verschiedenen Graden möglich ist. Zu ganz einfachen Graden, sage ich jetzt mal, wenn nur die Masse entsteht und dann womöglich eine Hand, wenn man sich das dann vorstellt, entlang dieser Kraftlinien innerhalb eines dreidimensionalen Netzwerkes, das um diese Masse herum konstruiert wurde von den Geistwesen. Und das ist bei einem Phantom letztlich dann ganz genauso. Das sind natürlich jetzt alles nur Platzhaltererklärungen, die wir hier anbieten können. Aber dadurch, dass ja die geistige Welt so umfangreich eindringt in unsere, ist der Begriff Portal einfach sehr gelegen. Ja. Und nennen wir es dieses Portal, ist ja irgendwo dann eben maßgeblich dafür, dass sich dann diese Phantome auch zeigen können. Und das ist eines dieser Dinge, wo es auch wirklich sehr, sehr erstaunlich wird. Ja, sorry, das war mein Telefon. Ah, das warst du. Okay, sorry, ich dachte schon. Da manifestieren sich dann eben, wie schon gesagt, Phantome. Gibt es von John King oder das andere, der andere Herr Colonel Alcott, gibt es davon eigentlich Filmaufnahmen oder nur Fotografien? Nur Fotografien. Okay, und jemand fragt, wo denn jetzt diese Videos sind. Wie gesagt, die sind unterm Ankündigungstext verlinkt und ein Video, das ich besonders interessant finde, wo also Apporte aus den Augen kommen, ist auch extra verlinkt, dass man es nicht lange suchen muss, nämlich eine lange Liste an Videos, wo also vor allem aber auch teilweise schnell geschossene Stills aneinandergereiht sind. Und
Vielleicht jetzt kurz zu Carsten, warst du schon mal dabei, als sich John King oder Colonel Olcott gezeigt hat? Nee, also bei den beiden bin ich nicht dabei gewesen. Ich hatte aber das Glück, vor 2 Wochen in der Schweiz in einer Sitzung zu sein, wo ich eine Materialisation sehen konnte. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob ich sagen darf, wer das gewesen ist, aber es war schon sehr eindrücklich. Eine vollständige Materialisation eines Phantoms oder ja. Also ja, ein menschliches Wesen oder menschlich aussehend, das im Raum herumspaziert. Genau. Das ihr auch berühren konntet. Nee, also anfassen konnte man das jetzt nicht. Ja. Okay, kann man nicht immer. Ne? Ist also, ja, also in der Vergangenheit war das schon möglich. Ne? Also es gibt Medien, wo Phantome entstanden sind. Ja, also das gab es schon. Da haben sogar Ärzte dann diesen Phantomen den Puls gemessen und Temperatur gemessen und so. Also es gab es schon. Vielleicht kommt das noch bei Kai. Wer weiß, aber das ist im Moment noch nicht möglich. Ne? Es gab auch dann sogar, haben wir in der letzten Sendung angesprochen, kann man nachhören, Materialisationen von Ärzten, die dann Operationen vorgenommen haben. Das ist so irre. Aber wirklich, das ist, ich meine, Blinddarmoperation. Ja. Mit Röntgenbild vor und nach der Operation. Alright. Ja, aber jetzt zu dir, zu den Seancen, in denen sich jetzt also diese Wesenheiten, also vor allem diese beiden, voll gezeigt haben. Kannst du da bloß erzählen, warum haben sie das getan? Wer ist das? Also John King, da gibt es ja eine riesen Tradition. Der ist ja schon seit über 100 Jahren unterwegs in Seancen. Stammgast. In der Tat, über ja. 150 der ist, Jahren. Genau, der ist hundertfach in den Seancen früherer Medien als Türwächter, als Gatekeeper erschienen. Ja, da ist eine ganz umfangreiche persönliche Geschichte, steckt da dahinter, die ihn für diese geistige Aufgabe prädestiniert. Und eines Tages im Zuge unseres Seance-Raum-Experimente verschlug es ihn auch in unseren Seance-Raum. Da gibt es Bilder, also die kann man sich ansehen. Wie gesagt, ich erwähne es hier nochmal. Das ist also eine komplette Figur, die da steht. Ja. Und bei Henry Olcott haben wir einen klar persönlicheren Bezug. Henry Olcott war ein ganz früher Dokumentarist dieser spirituellen Szene, die ja in Amerika begann und dann nach Europa schwappte. Und der hat zu Beginn sozusagen dieser Szene in den ersten Jahren als Dokumentarist für den New York Daily Graphic beispielsweise berühmte Medien untersucht und hat durch hochkomplexe Bleistiftzeichnungen genau dargelegt und dargestellt, was sich abspielte und was nicht. Und wir hatten eine amerikanische Szenefotografin zu Gast, und zwar Szenefotografin, nämlich der spiritualistischen Szene. Und im Grunde genommen, um ihr seine Aufwartung zu machen, materialisierte sich Henry Olcott als Dokumentarist der spiritualistischen Szene zu Beginn der Bewegung, als Shannon Taggart uns besuchte, am momentanen Zeitpunkt der Bewegung. Er materialisierte gleichzeitig noch ein Dollarstück aus dem Jahr 1871, das er der Shannon Taggart dann noch mitgab, sozusagen als zusätzlichen Beweis. Der materialisierte sich über 3 Seancen hinweg, und zwar immer deutlicher und detaillierter. Ganz klare, gradueller Qualitätszuwachs im Detailreichtum, und in der letzten, dritten Seance war es sogar möglich, dass wir historische Fotografien von Henry Olcott vergleichen konnten mit der Gestalt, die im Seance-Raum sich materialisiert hat, und wir ganz spannende
wir das ganz spannend nebeneinander stellen konnten. Diese historischen Bilder und die Bilder, die wir im Sehungsraum geschossen haben. Ist auch ein Video online. Aha, okay. Findet man auch auf diesem Channel. Ein Zitat, das ich mir da aufgeschrieben habe, Colonel Olcott's Spirit, a key to our ascension. Warum? Also der Schlüssel zu unserem Aufstieg. Also das ist jetzt ein theosophisches Konzept, kann man sagen. Also die Menschheit, die dann eben auf die nächste Science-Ebene aufsteigt. Oder bitte. Ja, also das hat zweierlei Bedeutung. Also einmal natürlich, weil Olcott ja mit Blavatsky die theosophische Gesellschaft, diese Subform der theosophischen Lehre gegründet hat in London, 1800 Eppes. Aber auch, weil natürlich die Materialisation an sich, es existiert ein Artikel auf unserem englischen und deutschen Blog. In diesem Artikel beschreiben die Beisitzer, was sie erlebt haben während solch einer Präsenz, solch einer materialisierten Gestalt. Und dann wird dieser Begriff ein Schlüssel zu unserem Aufstieg, und damit ist letztlich eigentlich ein Schlüssel zu unserer geistigen Erweiterung. Das sollte eigentlich hier zum Ausdruck, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ist doch ein Zitat von mir, oder? Ja. Ja, genau. Also das sollte eigentlich hier zum Ausdruck gebracht werden. Die Materialisation als Beweis für wieder Regionen des Jenseits, die wir noch erst erschließen müssen, die aber Teil unserer Realität sind. Hat es ja nicht so viel jetzt mit der Figur Colonel Olcott zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass überhaupt. Ja. Okay. Ja, oder wenn mit der Figur Olcott, dann natürlich mit der Tatsache, dass er die theosophische Gesellschaft gegründet hat, weil da ja The Ascended Masters, ne, ist ja hier das Stichwort, ist ja das Konzept der theosophischen Gesellschaft, und in diesem Sinne ist es natürlich ein direkter Bezug auf Henry Olcott, aber eigentlich ist es eher gemeint als die Materialisation, als großer Augenöffner, was in unserer Welt alles möglich ist. Professor Eckhard Kruse saß damals im Seance-Raum, als sich John King schwebend vor ihm im Raume materialisierte. Und er schrieb damals, ich staune, was in dieser Welt alles möglich ist. Und das sind besondere, profunde Momente, die Menschen erleben, wenn sie anwesend sind, wenn sowas passiert. Das kann man vorstellen. Und das sollte das zum Ausdruck bringen. Carsten, wie war das? Du warst jetzt nicht bei einer dieser Vollmaterialisationen dabei, die jetzt bei Kai passiert sind, aber du warst bei einer dabei. Wie ist es? Naja, also die Materialisation, die ich jetzt gesehen habe, unterschied sich etwas von den Materialisationen, wo es jetzt diese Fotos gibt. Denn diese Figur war selbst leuchtend. Also die wurde nicht im Rotlicht gesehen, sondern leuchtete aus sich selbst heraus. Man sah zuerst vor dem Kabinett wie so ein Stofflappen, und der drehte sich. Und dann stand auf einmal diese Figur im Raum. Also ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Also aus diesem leuchtenden Streifen heraus, und dann stand diese Figur dort. Ektoplasma meinst du, also der Stoff? Wahrscheinlich, ja. Okay, ja. Okay. Und dann ging diese Figur auch auf uns zu, und wir konnten uns auch das Gesicht dieser Figur aus nächster Nähe anschauen. Es sah aus wie ein Mensch. Also wie ein ganz normaler Mensch. Wirklich erstaunlich. Aber was ging das was ging in dir vor? Naja, Tarek, also das ist einfach, also man sitzt dann staunend und baff davor, und es fehlen einem die Worte. Man braucht eigentlich auch dann immer noch ein bisschen Zeit, um das einfach zu verarbeiten. Ja, man kann es einfach nur erstmal aufnehmen und zur Kenntnis nehmen sozusagen. Mm. Und erst im Nachgang wird einem dann bewusst, was man da eigentlich gerade erlebt hat. Mm. Das
Rudolf Steiner, weil wir vorher jetzt auch die Theosophie angesprochen haben, der Gründer der Anthroposophie und Schüler oder ja, Schüler Blavatskys, kann man sagen, und auch von Annie Besant, also mit der Nachfolgerin Blavatskys, sehr, sehr nahe. Der hat ja mal gesagt, so um 1916 herum, dass das Ganze, also dieser Versuch, ja, diesen Materialismus, der da seit den 1850er Jahren dann oder 40er Jahren immer mehr im Westen quasi alles vereinnahmt hat. Ganz kurz gesagt, dem hat man ja versucht entgegenzuwirken, deshalb sind ja auch diese Mysterienschulen da entstanden, so zumindest ist die Geschichte. Und Steiner hat dann gesagt, also dass, wenn es uns jetzt nicht gelingt, dann dauert es weitere 100 Jahre, bis sich wieder ein Fenster öffnet. Das hat er 1916 gesagt. Wir sind in so einem Fenster. Sind wir da? Absolut. Und kennt ihr diese Aussage von Steiner? Nee, jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Direkt. Ich auch nicht. Aber ich meine, ich weiß, dass Mystiker und Medien das ja immer wieder in allen, in regelmäßigen Abständen verkünden, ob es 2000 oder 2012, aber wir sind insofern an einem ganz bestimmten Moment der Menschheit, weil Kommunikation und Wissensübertragung in einer Art und Weise möglich sind, wie nie zuvor. Und das, glaube ich, leistet schon eine Menge Vorschub für womöglich Entwicklungen, die sich auch global abspielen. Und ja, ich bin auch der festen Überzeugung, ja, wir befinden uns im Moment. Die Menschheit war nie zuvor in einer Art informell, wie sie das im Moment ist. Und das zeichnet diese Zeit als ganz besondere aus im Moment. Ja, ich kann jetzt nämlich keine Referenz dazu angeben. Ich weiß das jetzt auch nur aus zweiter Hand, dass er das gesagt haben soll. Aber es hat mich irgendwie, wir haben da vor einiger Zeit mal eine Sendung gemacht mit war auch Reich und Stark und Benny und Stefan dabei, eine neue Zukunft sehen. Und die haben, ich nehme an, in Unkenntnis dieser Aussage Steiners auch gesagt, dass also jetzt so quasi ein Fenster aufgeht in den nächsten 10 Jahren oder so, muss man sich jetzt nachhören, wie das jetzt genau die das jetzt zeitlich gesehen haben. Aber als ich das dann gehört habe, das hat mich irgendwie schon fasziniert. Und es hat mich auch ein bisschen an die Aussagen von dir erinnert, Kai, dass also, ja, du siehst da ja auch jetzt so diese, auch eine gewisse Urgenz, oder? Dass das jetzt irgendwie raus, oder? Aha, ja, da ist also uns ein Anruf. Moment, ich hebe ab, aber Anrufer bitte ein bisschen gedulden. Ja, also, ja, kurz zu dieser Urgenz-Sache. Ja, also, ich meine, die Dinge, die im Moment passieren, die passieren bestimmt nicht aus Zufall und die sind in der Geschichte dieser spirituellen Bewegung im Moment was nicht Einzigartiges, aber sie läuten womöglich eine neue Qualität des Einzigartigen im Spirituellen an und ja, ich freue mich, wenn das, was wir möglich machen können, Teil davon sein kann. Okay, der Hörer hat jetzt leider wieder aufgelegt. Sorry, weiß nicht genau warum. Wie gesagt, ich wollte dich nur kurz aussprechen lassen. Gut, also hier nochmal der Aufruf, wenn jemand eine Frage hat oder anrufen möchte, tut das bitte jetzt. Und wenn er gerade mitten in einem Satz von jemandem anruft, dann muss er halt ein bisschen warten. Ja, okay. Schön langsam zum Ende unseres Gesprächs kommend, also ich hoffe, wir haben da jetzt ein bisschen einen Überblick geben können, über was sich da jetzt gerade bei euch aktuell abspielt. Eine Geschichte, die ich jetzt noch ansprechen möchte, ist, na, vielleicht kommen noch ein paar andere Sachen, aber vor allem ist deine Beziehung zum Thema Abductions, Kai, das finde ich recht interessant. Ich habe da auch mit Ilobrand von Ludwiger einige Sendungen gemacht. Es gibt da jetzt auch ein neues Buch, das heute rausgekommen ist, ist eher auch in den News auch schon verlinkt. Da gibt es einen Bericht auf Grenzwissenschaft aktuell.
Marcel Polte hat da ein Buch geschrieben über das Entführungsphänomen, vor allem auch im deutschsprachigen Raum. Er hat da offenbar eine recht konkrete Vorstellung, was das denn sei, sei dahingestellt. Bin gespannt, ich werde das Buch lesen und mal sehen, vielleicht ergibt sich da auch ein Interview, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was ist deine Sicht auf dieses auch sehr, sehr ungewöhnliche Phänomen, das aber, und das muss man auch sagen, wie überhaupt diese ganzen Erscheinungen, die Menschen sehen, jetzt auch, was sich zum Beispiel in Knittelfeld abspielt, ja. Es gab es jetzt, Bernhard Reicher war da jetzt einmal in Knittelfeld und hat die zwei jetzt auch einmal wieder einmal interviewt. Ich habe unzählige Interviews auch in meinem Archiv. Sie beschreiben ja, also da gibt es einige Sendungen, wo sie ausführlichst beschreiben, wie sich Wesenheiten, Grays etc. dort manifestieren. Ja? Rudolf Stark beschreibt, wie er sowas sieht, wie sie bei ihnen übernachtet haben. Ich habe das vermieden, dort zu übernachten, weil ich mir gedacht habe, nein, mach das mal. Lass mal das mal. Aber das ist jetzt im Lichte dessen, was wir heute besprochen haben, ja, und all dieser Phänomene, die ihr jetzt erzählt habt oder beschrieben habt und vor allem auch Kai beschrieben hast, also du jetzt als quasi Zeuge, und die jetzt auch fotografisch und zum Teil auf Film festgehalten worden sind. Das ist alles ein bisschen, es rückt ein bisschen näher, sagen wir so, ja. Also das, weil diese Dinge hängen für mich, das muss irgendwie, finde ich, zusammenhängen. Vielleicht irre ich mich da auch. Und jetzt nehmen wir aber kurz den Hörer rein und lassen ihn seine Frage stellen, bevor wir dann auf das Thema Abductions zu sprechen kommen. Hallo. Hallo, hier ist der Adrian. Hi. Hallo. Ich weiß nicht, ob die Frage schon beantwortet ist, weil ich habe jetzt ein bisschen mit meinem Laptop ein bisschen Probleme. Ich frage einfach, wenn die Frage beantwortet ist, dann höre ich mir das mal bei Gelegenheit an. Die erste Frage ist, ob aus der Sicht des Spiritismus neue Erkenntnisse zum Flip-Experiment vorhanden sind oder ob das noch weiter vorgeht. Das haben wir in der vorigen Sendung eigentlich schon recht ausführlich besprochen. Also da einfach die vorige Sendung nachhören. Oder Kai, willst du da kurz was zusammenfassend sagen oder Carsten? Das Flip-Experiment zeigt einfach nur die Vielseitigkeit dessen, was hier möglich ist. Ja, und wir haben es in Tiefe besprochen in der vorhergegangenen Sendung. Genau, da einfach nachhören. Lieber Adrian, genau, schau da mal nach, Adrian. Und dann noch eine andere Frage, das gilt, sind die Seancen sind ja meistens nur verstorbene Menschen vorhanden. Sind da aber auch andere Wesen melden sich da auch, also Engel oder der Kuckuck oder Gnome oder sowas, auch andere Wesen oder ja, nur aus in der also darauf Adrian, kommen wir eigentlich gerade. Unsere Geister, unsere Kommunikatoren, also die sprechen, die lösen die klassischen Konzepte von Persönlichkeiten, wie Persönlichkeiten sich bilden oder was Persönlichkeiten ausmacht, die lösen diese klassischen Konzepte auf und behaupten, dass wir Menschen über große informelle, ich sag mal morphogenetische Felder verknüpft sind mit Lebensformen, die sich überall im Universum, überall im Multiversum stattfinden können, in der Vergangenheit, in der Zukunft, und dass wir mit all diesen letztlich mindestens über dieses zentrale Feld verknüpft sind und dass es über Bewusstseinsreisen möglich ist, in die Vergangenheit, in die Zukunft des eigenen Lebens, aber auch paralleler Leben zu reisen. Und diese parallelen Existenzen, das müssen keine menschlichen sein. Das könnten beispielsweise geistige Wesen behaupten, dass es möglich sei, dass wir im Moment irgendwo im Universum als Außerirdische parallel existieren. Und wir haben in unseren Privatworkshops ganz oft Experimente gemacht, in denen wir Menschen in Bewusstseinsreisen in diese parallelen Leben gesendet haben. Das heißt, dieses klassische Konzept des Einzelnen, auch das Konzept des Diesseits-Jenseits,
wird von unseren Geistern komplett aufgelöst. Und das Diesseits-Jenseits-Konzept ist ja ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert und gründet auf dem mechanistischen Verständnis einer Welt des damaligen Menschen. Wir heutzutage mit unserer Erkenntnis Stringtheorie, Quantenmechanik, wir können viel komplexere Botschaften aus der geistigen Welt empfangen und somit, ja, du hast recht, Adrian, nein, weit mehr als nur Menschen melden sich in diesen Seancen. Naturwesen zeigen sich als Leuchtphänomene, Außerirdische offenbaren sich als Doorkeeper, als Torwächter, als hochstehende interdimensionale Wesen, die diesen interdimensionalen Kontakt, den wir da pflegen, überwachen nach bestimmten Prinzipien. Ja, also ganz variabel, ganz vielseitig ist hier der Hintergrund der Wesenheiten, die sich in unseren Seancen irgendwie als lebendig zeigen. Und zum Abschluss eine Frage, wenn man Interesse hätte, an sowas teilzunehmen, gäbe es die Möglichkeit, an sowas mal teilzunehmen? Auf jeden Fall. Die Infos finden sich ja alle auf deiner Website, Kai. So ist es. Und so die ist, von unten Adrian. Verlinkt und kann man. Okay. Und ja, danke für die Frage. Dankeschön. Danke dir, Adrian. Dankeschön. Okay, tschüss. Ganz lustig auch, ein Hörer hatte während dieser Sendung eine UFO-Sichtung, ist Kaschmir. Uhrzeit wow. Vor 10 bis 15 Minuten, Flughöhe 300 Meter, ich sag nur Autokennzeichen, High Definition. Optisch war es vielleicht zu sehen mit einem Durchmesser, der etwa 2 bis 3 Millimeter entspricht, wenn ich mit ausgestreckten Armen ein Geodreieck vor mich halte. Hoffe, es hilft. Geräuschlos, keine signifikanten Umgebungsgeräusche, obwohl hier mitten im Stadtgebiet. Lieber Hörer oder Hörerin, weiß nicht genau, vielleicht möchtest du ja anrufen und uns das live erzählen. Fände ich wirklich sehr nett. Jemand anderer findet das alles unglaubwürdig. Keine Ahnung. Es wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Und vielleicht magst du ja anrufen. Weil wir kommen jetzt zwar ein bisschen zu diesem Thema, das Thema Entführungen. Du hast da irgendwo eine Beziehung dazu, Kai. Welcher Art? Im Zuge meiner durch meine Erlebnisse ausgelösten Interessen gehörte von Anfang an ein fast übernatürlicher oder unnatürlicher Zug oder Drang zur Literatur und zu den Erfahrungsqualitäten im Bereich von UFO-Sichtungen und Erfahrungen. Ich habe das gesamte Phänomen im Grunde genommen ab meinem 12., auch 12., 13. Lebensjahr intensiv verfolgt, habe alle meine Sprachenkenntnisse als Ressourcen genutzt und habe alle Literatur, beispielsweise die große Konferenz am Massachusetts Institute of Technology, die damals gehalten wurde, wo man das erste Mal ja interdisziplinär die ganzen Erkenntnisse zusammenbrachte zu dem amerikanischen Entführungsphänomen. Ja, natürlich die Klassiker von Bud Hopkins, John Mack, David Jacobs, oder die deutschen Literaten natürlich, die deutschen die aus der MUF und CES heraus beispielsweise UFO-Nahbegegnungen geschrieben haben. Helmut Lammer heißt er, glaube ich, oder Schwarze Objekte, Schwarze Projekte. Gleichzeitig pflege ich mit großer Hingabe an meinem Unterschenkel eine Löffelnarbe, die ich jeden Abend liebevoll eincreme, dass sie mir nicht abhanden kommt. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Aber an meinem Unterschenkel befindet sich tatsächlich so eine Scoop-Mark. Und immer wieder glaube ich, dass womöglich meine tiefe Verschränkung in dieses Phänomen hinein womöglich damit zu tun hat, dass vielleicht eine meiner Spirit-Begegnungen in der Vergangenheit in Wirklichkeit eine UFO-Entführung war. Wo ist der Unterschied?
Ja, gibt keinen. Nein, ich weiß es nicht. Ich frage. Ich keine Ahnung. Ja, nee, die Frage ist sehr gerechtfertigt, denn innerhalb des Entführungsphänomens hat sich ja so ein bisschen Ernüchterung, das, was man also in den 90er Jahren noch als vermeintlich rein physikalisch betrachtete, das hat man ja jetzt etwas eigentlich nicht eingeschränkt, sondern erweitert. Nämlich, dass man glaubt, dass diese Erfahrungen schon physikalische Qualitäten haben. Das heißt, diese UFOs erscheinen tatsächlich in unserem physikalischen, in unserer physikalischen Raumzeit. Dass aber zusätzlich womöglich, gibt es ganz viele Hinweise darauf, eine Form, dass eine Interaktion auf einer Bewusstseinsebene stattfindet. Das könnte also bedeuten, diese Wesen besuchen uns auf einer multidimensionalen Ebene. Die existieren ein Stück weit in unserem physikalischen Raum, aber eben auch in einem Raum, der sich über unseren physikalischen Raum hinaus bewegt. Und da hast du vollkommen recht. Da sind wir nämlich tatsächlich genau beim selben Thema, bei dem, was wir im Seance-Raum behandeln. Ja, also das ist so die eine der zentralen Erkenntnisse. Einmal, wie manipulativ die Hypnose sein kann. Das hat die amerikanische Entführungsforschung schmerzlich erlernt. Die spannenden Fälle, die hier in Deutschland von der MUF und CES untersucht wurden, da glaube ich, hat man war man sehr vorsichtig oder ein bisschen vorsichtiger. Ja, und mittlerweile ist es ja so, dass durch die Medien ist es unheimlich schwierig für den Forscher hier die Erlebnisse qualitativ abzuschätzen. Ja, und erst recht, wenn Hypnose angewendet wird, weil ganz, ganz schnell, wenn der Forscher sich schon zuvor mit Entführungen beschäftigt hat, dann kann das unbewusst dazu führen, dass der Klient, der bei ihm vorspricht, vermeintliche Erwartungshaltungen des Forschers in der Hypnose erfüllt werden sollen und somit Entführungen fantasiert werden, obwohl womöglich für das posttraumatische Stresssymptom, das meistens Ursache ist für die Hypnose oder auslöst, die Grundlage ist für die Hypnose, warum man eine Hypnose anwendet, aus einem ganz anderen Grund, der überhaupt nichts mit UFO-Entführungen zu tun hat. Das ist also sehr schwierig geworden, weil die Entführungsforscher eigentlich aus diesem Grund keine Forschung mehr betreiben können, weil sie ihre Probanden dazu verführen. Es ist zu kontaminiert schon, das Ganze. Ja, ja richtig. Das Ganze ist extrem kontaminiert. Ich würde noch vorher sagen. Aber der Carsten ist ja hier nur auch extrem involviert. Ja, kommen wir noch gleich dazu. Ja. Ich wollte noch was korrigieren. Ich habe da vorher etwas übereifrig gesagt. Autokennzeichen High Definition, weil ich dachte irgendwie, er meint, das war so gut zu erkennen, dass man sogar das Autokennzeichen, ich weiß nicht, das war nicht... Es war einfach Autokennzeichen HD und jemand hat mich darauf hingewiesen, dass das Heidelberg wahrscheinlich ist. Okay, aber ich weiß nicht genau, wie das Autokennzeichen, was das damit zu tun haben soll, das verstehe ich jetzt nicht. Ich sag mal Autokennzeichen HD Smiley. Ist ja auch egal. Weiter schreibt er da jetzt, nur um diese Sichtung da noch ein bisschen weiter zu verfolgen. Nein, Hubschrauber kann ich nicht ausschließen. Das kann ich ausschließen. Das würde man bei der Größe erkennen. Wichtige Faktoren, die Erklärungsmöglichkeiten einschränken. Zuerst tief schwarz, gut abgegrenzt vom hellen Blau, dann aber ein bis zweimal kurzzeitig rot leuchtend. Ich glaube beim Leuchten nicht an eine Reflexion von der Sonne, denn die steht schon sehr tief. Drohne kann ich nicht ausschließen, aber man bräuchte auch sehr starke Energiequelle, um so deutlich zu leuchten. Also okay, eine würde ich fast sagen, klassische UFO-Sichtung. Ich verstehe noch, also Ort der Sichtung, okay. Aber er weiß ja, an welchem Ort. Okay, das mit dem HD verstehe ich jetzt nicht ganz. Ist ja völlig wurscht. Aber wie gesagt, er kann es uns ja gerne direkt live erzählen. Aber trotzdem finde ich recht nett, dass wenn wir genau auf dieses Thema zu sprechen kommen, jemand deine Sichtung hat. Ja, Carsten, was du bist natürlich da der Spezialist, kann man sagen. Ja, naja, Spezialist also, ist ein bisschen. Also bei mir war es ähnlich wie beim Kai. Also ich habe auch seit meiner Kindheit, so mit
weiß ich nicht, 10 Jahren angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, angefangen mit der Präastronautik, dann die UFO-Forschung. Hattest du auch so viele Sichtungen? Weil Kai, du hattest ja sehr viele auch persönliche Erlebnisse in dieser Richtung, ne? Ja, also ich hatte vor allen Dingen eine ganz besondere. Und die war wirklich extrem. Okay. Vielleicht lassen wir einen Carsten kurz fertig erzählen und dann kommen wir auf das, ja? Okay, also da ging es mir genauso wie dem Kai und ich hatte mich auch schon in dieser Zeit damals mit diesen Themen beschäftigt, übrigens auch schon mit dem Spiritismus und der instrumentellen Transkommunikation ganz stark und was dann alles in meiner Arbeit für Exopolitik gemündet ist. Auch in deinem ersten Interview auf PropFM ging es um instrumentelle Transkommunikation, ja, damals auch mit Robert Fleischer. Ganz genau. Und im Anfang hatten wir uns aber in der Hauptsache auf die UFOs und Entführung und so beschränkt. Hinterher kam dann aber das Thema instrumentelle Transkommunikation dazu und da hat es bei mir sofort Klick gemacht. Und wir hatten uns ja auch mit dem Professor Senkowski getroffen zu einem Interview und so bin ich halt auch über die Exopolitik und über die UFOs in diesen Spiritismusbereich gekommen und habe auch schnell festgestellt, dass diese beiden Bereiche absolut eng miteinander verwoben sind. Viele Experimentatoren, auch gerade in der instrumentellen Transkommunikation, haben über ihre Geräte dann auch tatsächlich Kontakt zu, ja, ich nenne es jetzt mal Entitäten, um nicht immer dieses Wort Außerirdische zu benutzen, also zu Entitäten Kontakt gehabt, die sich dann über Fernseher, Telefone, Radiogeräte gemeldet haben und kommuniziert haben mit den Experimentatoren. Und genauso passiert es dann halt, oder kann es auch im Science-Raum passieren. Also für mich ist diese Verbindung Spiritismus und UFO-Forschung oder UFO-Phänomen auf jeden Fall miteinander verwoben. Es gibt da Riesenüberschneidungen, das ist irgendwie komplett klar. Wie gesagt, also das, was da in Knittelfeld teilweise sich manifestiert, klingt, ich meine, genau. Das ist halt. Ja, ja, schau dir die Skinwalker Ranch an. Da sind UFOs gesehen worden. Da waren aber auch diese klassischen Poltergeist-Phänomene, wo auf einmal die Konservendosen im Schrank anders umsortiert worden sind oder Kabel durchtrennt worden sind von Kameras, die das Phänomen eigentlich aufzeichnen sollten und so weiter und so weiter. Also außerirdische Man in Black. Alle diese Dinge sind da auch gesehen worden. Ja. Oder die parapsychologischen Befähigungen, die Entführte nach ihren Entführungen haben, bis hin zu Poltergeisterscheinungen, die Entführte nach ihren Entführungen hatten. Ja. Kai, vielleicht jetzt ganz kurz deine Sichtung. Ja. Ich hatte immer in meinem Leben vielleicht 4, 5 Sichtungen. Es ging mit einer los. Im 11. Stock zur Zeit meines Studiums habe ich damals an die MUFON von CES habe ich fotografiert. Sah aus wie ein schwarzer Bumerang. Wahrscheinlich war es womöglich ein Fallschirm, der in der Distanz sich verformte am Himmel. Über Mallorca habe ich 4 Kugeln am Mittag in Formation fliegen gesehen, vor ein paar Jahren, das ist nicht so lange her, es war auf den Ibiza-Tagen für physikalische Medialität mit mehreren anderen. Draußen am Pool waren wir und haben diese 4 Kugeln am Himmel fliegen sehen, dunkelgraue Kugeln, 2 größer, 2 kleiner. Aber das, was wirklich spektakulär war, passierte, und ich habe immer milde gelächelt, wenn ich hörte von UFO-Sichtungen, die sich an Silvester abspielten. Gab es auch eine von Kaliber-Trieb, ja. Natürlich, Silvester, wo die Raketen in die Luft fliegen und wo die Besoffenen in den Himmel starren, habe ich immer milde belächelt. bis ich 2013, 2014 in Rülsheim, wo meine heutige Frau damals wohnte, im 3. Stock mit ihr Silvester, den Silvesterabend verbrachte. Und im 3. Stock
lebte sie da in einer sehr lichten Wohnung mit sehr großen, mannshohen Fenstern, die bis zum Boden reichten. Und diese Fenster überblickten ein ganzes Tal voller ein- bis zwei Familienhäusern mit typischen Giebeldächern. Und diese Dächer lagen uns zu Füßen, weil wir halt im dritten Stock waren. Und wir blickten über all diese Häuser hinweg. Und es war Silvester. Es war genau 0 Uhr 13 und da auf dem Land, da war schon die größte Verschießung an Silvesterraketen, hatte schon geendet. Trotzdem lag eine leichte Verrauchung, Vernebelung über dem Tal. Und dann geschah etwas, was ich nie vergessen werde. Von rechts kommend, direkt über das Haus vor uns, auf unserer Blickebene fliegend, ein bumerangförmiges Objekt, ein bulliger Bumerang, der scheinbar aus Metallplatten gemacht schien. Ich konnte die Metallplatten dieses bulligen Bumerangs erkennen. Das gesamte hintere Ende, also sozusagen der innere Bogen des Bumerangs, leuchtete extrem hell. Und es sah so aus, als sei das so eine Art Antrieb dieses Objektes. Das war ungefähr so groß wie ein Schulbus, dieses Objekt, wie ein kleiner Schulbus. Und dann flog ein rotes Licht parallel direkt über der Mitte der Beugung des Bumerangs, also der Spitze des Bumerangs, direkt über der Spitze des Bumerangs flog ungefähr im Abstand einer halben Flügelspannweite von diesem Bumerang flog ein rotes Licht parallel mit diesem Bumerang, mit diesem bulligen dunklen Bumerang, sah aus, als wäre es dunkles Metall, das nicht reflektierte. Ein Riesending flog direkt vor unseren Füßen. Ich hätte draufspucken können, ich hätte was draufwerfen können, wenn das Fenster offen gewesen wäre. Julia hat zum Glück schnell genug reagiert, die stand dann neben mir und wir haben zusammen dieses riesige Objekt unter unseren Füßen sozusagen vorbei ziehen gesehen. Es flog dann innerhalb von 20 Sekunden, war es nach links abgeflogen und wir sahen dann nur noch von hinten diesen grellen hellen Streifen, den ich als Antrieb ja bezeichnete, und das rote Licht, das in einiger Entfernung parallel darüber sich parallel bewegte, und dann verschwand das Objekt nach links. Zwei Stunden später sah ich aus einem anderen Fenster, immer noch in dasselbe Tal blickend, in weiter Entfernung, nochmal so einen hellen Strich mit einem roten Punkt darüber und vermutete, dass das Objekt entweder eine Riesenkurve geflogen war und sich jetzt an dieser Stelle 2 Stunden später befand, oder dass ein zweites Objekt 2 Stunden später sich da im Tal aufhielt. Ich habe natürlich alles. Also, hat er ins Tal runtergeblickt oder war der da in einem Hochhaus oder wie war das? Weil du meinst, dritter Stock, und das Tal war ebenerdig. Wir waren mit in diesem Tal. Wir haben über die Häuserdächer sozusagen längs in das Tal hineingeblickt aus beiden Fenstern. Wir waren da im dritten Stock erhöht über den Einfamilienhäusern, deren Dächer uns zu Füßen lagen, und über diesem Dach des Nachbarhauses. Da war dieses Objekt. Also sehr nah, wenige Meter entfernt, oder wie? Tarek, ich hätte mit Anlauf hätte ich drauf springen können. Na gut, dass du es gemacht hättest. Ja, vielleicht hätte ich es tun sollen. UFO-Surfing, ja. Ist das nächste Ding. Ja, und eben, diese Dinge, manchmal sind es einfach wirklich technische Objekte. Ne? Vielleicht hast du da etwas ganz Technisches gesehen. Vielleicht war es auch eine Manifestation. Das ist dann wirklich schwierig, eigentlich das jetzt dann auseinanderzuhalten, vor allem wenn es eine Technologie ist, die man gar nicht kennt. Weil es gibt dann ja auch, ich glaube, John Keel hat das beobachtet, wo also irgendwo ein Lichtball steht und dann gehen die Leute hin oder beobachten es etwas länger und nach
10, 15 Minuten verändert sich das zu einem Flugzeug und fliegt dann über die Köpfe der Leute hinweg. Zu einem ganz normalen Propellerflugzeug, glaube ich, war das. Also absurde Dinge. Und wie jetzt schon gesagt, also die Überschneidungen sind offensichtlich. Allerdings, aber dazu, das Fass machen wir jetzt heute nicht mehr auf, weil wir nähern uns Stunde 3. Ich glaube, es passt dann schon langsam für heute. Die Geschichte ist eben die, dass das, also diese Überschneidungen sehr, sehr, sehr stark sind und dass interdimensionale Wesen, Außerirdische und so weiter, das wird ständig vermischt. Da mag es schon irgendwo vielleicht auch einen fließenden Übergang geben, aber wir haben das eher im Vorgespräch besprochen, ne? Und ich nehme an, ich stimme es dann mit mir überein, oder ich weiß es, dass also man da eigentlich ein bisschen vorsichtig sein muss und das irgendwie trennen muss. Ja. Ne? Weil außerirdisch, ja, das ist halt ein Astronaut, wie auch immer, dessen Biologie aussieht, von einem anderen Stern. Ja, ganz simpel. That's what it is. Aber ein interdimensionales Wesen oder was auch immer, das ist was, das weiß eigentlich keiner, was das ist. Ja? Also damit habt ihr dann eigentlich in den Seancen eher zu tun, wobei dann ist ein Verstorbener ein interdimensionales Wesen. Aber ja. sind wir denn nicht auch physikalisch und interdimensional in unserem Denken? Ja, also wenn man nach Burkhard Heim geht, dann haben wir natürlich auch, oder gut, weiß ich jetzt nicht, ob er das jetzt so explizit sagt, aber natürlich haben wir auch Anteile, unser Bewusstsein etc., das spielt sich nicht alles nur in dieser Realität ab. Ja? Okay. Also das ist... Also wir sind auch, wir haben auch, wenn man so will, höher dimensional, aber was heißt das wieder? Es sind einfach, diese Begriffe nerven mich zum einen ein bisschen, vor allem weil sie so ungenau sind, weil jeder glaubt, er weiß, was es ist, aber jeder glaubt was anderes. Und dann sprechen Leute miteinander über Dinge und also sprachlich geht es dann völlig daneben, weil eben jeder von was anderem spricht und glaubt, der andere redet vom selben. Und also man kann es ja auch im Chat immer wieder gut verfolgen oder überhaupt bei solchen Diskussionen. Ne? Ja, man muss immer zuerst die Begrifflichkeiten klären. Das habe ich früh gelernt, bevor du mit jemandem anfängst zu diskutieren, erstmal klären, ob man wirklich vom selben redet. Ja. Ihr habt auch, um das nur ganz kurz noch anzusprechen, weil ich es interessant finde, ich habe es mir nicht notiert eben, da gab es eine Mutilation in Niedersachsen, weil wir jetzt schon beim Thema sind. Carsten, kannst du das ganz kurz beschreiben, was ist da passiert? Und gibt es da also eine Überschneidung mit dem, was wir heute sprechen oder nicht? Naja, wer weiß das schon. Also ja. Ich kann jetzt auch nur die Eckpunkte wiedergeben. Also es, wie soll man sagen, es wurde halt ein Leichnam einer Kuh, glaube ich, war es, oder Kai? Ja. Deckt der genau diese Merkmale aufweist, wie man sie aus diesem Bereich kennt, aus dieser Cattle Mutilation. Tierverstümmelungen auf Deutsch. Tierverstümmelung, genau. Ja, und das ist wohl ein Novum jetzt in Deutschland, ja. Also da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, außer dass es das. Also mit einem Wort, dass dieses tatsächlich ein bisschen sehr unangenehme Phänomen ist jetzt wirklich bei uns angekommen, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir haben da heute einen sehr weiten Bogen geschafft. Und ich würde sagen, das passt jetzt mal ganz gut. Es ist ja auch irgendwie die Frage gekommen, wo kann man sowas erleben, etc. Es gibt ja da die interdimensionale Aktivierungswoche in Ibiza. Also ich überlege mir, ob ich da hinkomme. Das klingt so super und ich war noch nie auf Ibiza. Kannst du das kurz beschreiben? Mein lieber Tarek. Ja. Kannst du das kurz beschreiben? Was ist das und Das ist ein spiritueller Retreat, wenn du so willst. Und und das ist das Thema. Genau das ist das Thema, nämlich diese ganzen interdimensionalen Themen von interdimensionalen Wesenheiten im Seance-Raum bis hin zu interdimensionalen Wesenheiten in der geistigen Kommunikation des Menschen bis hin zu interdimensionalen Wesenheiten des UFO-Spektrums. Und zu allen dieser Themen wird gelectured, werden Übungen gemacht, Seancen werden natürlich gegeben, es gibt gleichzeitig viel Freizeit, es gibt gutes Essen, wir sind in einem luxuriösen Ding untergebracht und es ist reichhaltig und kraftvoll. Auf die Frage, wo man das erleben kann, möchte ich aber auch noch sagen, das kann jeder auch selber
machen. Man muss nur einfach loslegen und sich vorher natürlich schlau machen, ja, und einfach die entsprechende Liste nach Hanau oder in den Basler Psi-Verein kommen. Ja, aber grundsätzlich kann es jeder machen und in den Basler Psi-Verein, Entschuldigung, das ist ein bisschen, also in der Schweiz gibt es da offenbar auch einen Verein, ja. Ein ganz renommierter Verein, weltweit bekannt, der Basler Psi-Verein für die Basler Psi-Tage, die da jahrzehntelang ausgerichtet werden. Wir demonstrieren da mehrfach im Jahr, 15, 16, 17, 20 Seancen im Jahr. Da kann man das sich anschauen, wenn man die Arbeit anderer begutachten will. Aber das, was ja auch unsere Botschaft hier ist, Carsten hat es ja hier ganz klar erwähnt, das Ding ist für jeden erreichbar und es reißt dir die Sicht der Dinge. Es öffnet dir die Sicht der Dinge. Und es reißt dir die Scheuklappen runter sozusagen. Richtig, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Carsten, wir sind jetzt nicht wirklich noch da, nicht mehr dazu gekommen, über das zu besprechen, was jetzt in eurem Zirkel passiert. Daher müssen wir leider noch wieder mal eine Sendung machen. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm für euch beide. Nein. Naja, das ist schon schade, weil das Medium in dem Zirkel, das ist schon spannend, was die da machen. Das ist auch nochmal ein Teilbereich des Ganzen. Aber das ist jetzt, das muss man dann wirklich nochmal in einer weiteren Sendung. Ja, also ich hoffe, Kai, du wirst wieder einmal mein Gast sein und wir können dann in Zukunft... Ja, gerne, lieber Tarek. Ja, freut mich. Vielleicht im nächsten Jahr, dass wir dann so zu Beginn oder so uns mal wieder zusammenfinden und dann wirklich auch über Kais Sache sprechen und über all die Dinge... über Carstens Zirkel sprechen und über all die Dinge, zu denen wir heute jetzt auch nicht mehr gekommen sind, in dem Detailreichtum, in dem, ich meine, mein Spickzettel ist viel zu lang und wir sind ja vielleicht zu 30% gekommen. Es ist ein riesiges Thema. Ja, das ist es. Es ist, also auch ein spannendes Thema. Spannend ist jetzt wirklich die Untertreibung des Tages, aber es ist spannend, ja. Auch wenn jetzt manche im Chat haben da gefunden, ach nee, also das ist ja alles nichts. Aber gut, das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen so die Geschichte, wie weit man das an sich ranlässt. Wenn man da jetzt nur das so von einer Sensation zur nächsten surft, aber das alles immer nur liest und eigentlich, das ist halt die eine Sache. Es gibt halt so viele, die ihr ganzes Leben über UFOs lesen, aber manche sehen halt einmal in dem Leben eins und ja, deren Erfahrungswelten unterscheiden sich halt völlig. Und es zu erleben ist eben auch, ist was ganz anderes und kann vielleicht zu diesem Paradigmenwechsel führen, den wir, glaube ich, brauchen, und ihr seid ja wohl derselben Meinung, und über das würde ich auch gerne in einer nächsten Sendung sprechen. Wo kann uns das hinführen? Wo soll uns das hinführen? Etc. Also ich glaube, es gibt noch genug zu besprechen und ich würde mich sehr freuen, euch beide wieder begrüßen zu dürfen. Macht mir sehr viel Spaß mit euch. Sehr gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und ich sage sehr herzlichen Dank für das heutige Gespräch. War großartig. Viel Erfolg und viel Spaß mit eurer Arbeit und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, vielen Dank, Tarek. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wir auch. Danke sehr, danke sehr. Bye, okay, bye. Okay, danke. Nacht. Tschüss. Crop FM. Glaubt, was ihr wollt. So passend wie heute ist dieser Spruch wohl selten, muss ich sagen. Die nächste Sendung findet am 6. Juli 2018 statt und mein Gast ist Hubert Hagel und es geht um die sogenannte integrale Mystik, also ein Begriff, den er, glaube ich, geprägt hat, im Prinzip um Atemmeditation und vieles, vieles mehr. Ein Gespräch, auf das ich mich auch wirklich schon sehr, sehr freue. Wie gesagt, auch vielen Dank an den Hörer, der diesen Kontakt hergestellt hat, zu hören am 6. Juli. Vielleicht ist er sogar hier in Graz, weil er zufällig dann in Graz ist und wir können das direkt live hier machen. Dann ist natürlich die
Tonqualität etc. viel besser. Ansonsten werkt er gerade an seiner Skype-Verbindung. Freue mich schon sehr drauf. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse, auch bei den Chatter natürlich und den Skype-Anrufern. Manche habe ich leider versäumt. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal am 6. Juli 2018. Macht es gut. Get a little bit pale. Fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. I fall a little bit deeper. And I become a little creep. And I may appear a little brighter, but I am so